Hallo und herzlich willkommen heute Abend zu den Couchmasters. Wir sind beim Finale der PlayStation All-Stars und schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Ich bin glücklicherweise heute mal wieder nicht alleine. Ich habe wieder meinen Co-Moderator dabei, den Philipp. Und jetzt müssen wir gleich mal schauen, dass wir den auch mit hier ins Bild reinkriegen. Da ist er auch schon. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Ja, hallo Chris. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich wieder da zu sein. Haben uns ja schon lange nicht mehr gehört und auch gesehen. Heute ganz, ganz besonderes Event in vielerlei Hinsicht. Da Abschlussevent der PlayStation-Saison vor dem großen Update und sogar zwei Klassen vertreten mit noch ein paar Highlights und besonderen Features. Ja, da bin ich ganz gespannt, was du da zu berichten hast. Ja, also als erstes heute fahren wir, wie vielleicht die ein oder anderen schon erkennen können, an den blauen Dreiecken hinter den Starternummern oder Fahrernummern, als erstes die GT4-Klasse. Sprich, jetzt gleich wir das Qualifying starten für die GT4-Klasse, hier auf dem wunderschönen Rundkurs in Paul Ricard. Dann gibt es 40 Minuten Renn-Action. GT4. Im Anschluss müssen wir dann leider gezwungenermaßen, da das ja auf der Konsole stattfindet, die Server wechseln. Und dann gibt es ein 10-minütiges Training, um einfach mal die GT3 Bulliden warm zu fahren, nochmal vielleicht die letzten Reifendrücke anzupassen. Ein kleines Training. Und dann starten wir im Reverse Grid, im Fachjargon gesagt, in das 40-minütige GT3 Rennen. Reverse Grid, für alle, die das vielleicht nicht kennen oder sich jetzt denken, was ist denn das? Und zwar, der Gewinner von der GT4-Klasse startet als letztes in der GT3 und umgekehrt. Somit startet der Letzte als erstes. Macht das Ganze nochmal ein bisschen interessanter. Wir erstellen zur gleichen Zeit eine Tabelle mit, dass wir auch relativ zeitnah dann den Gesamtgewinner haben, sprich auch den PlayStation 4 All-Star Gewinner. Und das findet heute Abend statt. 2x40 Minuten Renn-Action pur hier auf Paul Ricard. Ich freue mich schon riesig dabei zu sein. Vor allen Dingen das Fahrerfeld. Sehr hoch erlesenes Fahrerfeld. Es war nicht einfach, sich zu qualifizieren. Die Qualifikationsläufe waren insgesamt 4 Stück an der Zahl: 2 für GT4, 2 für GT3. Ich sehe gerade, ich muss noch ein bisschen runter. Und somit handerlesen, wohl auserwählt und dürfen wir gespannt sein, was die Fahrer uns heute zu bieten haben. Auf jeden Fall, ich bin auch schon gespannt wie ein Flitzebogen. Ich sehe auch schon, im Publikum geht's ab. Ich grüße mal die Vanessa, die ist da. Hallöchen. Der Freund fährt ja auch mit. Jawohl, der fährt ja auch mit. Daniel, die waren ja auch gestern bei uns mit dabei im Chat. Sie hat jetzt hier auch coole Oberteile schon gekauft von Couchmasters. Er auch. Könnt ihr übrigens bestellen auf www.sas-motorblog.de. Also nicht verpassen und da mal vorbeischauen. Ja, der Schmähenmann, der Daniel, ist auch hier. Aber der müsste ja eigentlich auch mitfahren, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Genau. Frank Slow ist auch wieder am Start. Der Bernd ist auch hier. Hi. Doris, hallo. Hallo Mama. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ja, es gibt ein spannendes Rennen heute, wie gesagt, wie es der Phil schon uns erklärt hat. Ihr könnt so lange die Zeit noch nutzen, bis wir die ersten Zeiten haben zur Qualifikation. Ihr könnt in Instagram gehen, den offiziellen Couchmasters-Kanal, da könnt ihr auch oben nochmal in der Story schauen, was Vanessa sich da Schönes zugelegt hat. Ja, uns abonnieren und folgen. Auch unten läuft gerade wieder die Laufschrift vorbei, der schwarze Balken. Dort findet ihr wieder alle Links, beziehungsweise wenn es euch zu schnell durchläuft unten, dann schaut vorbei auf www.couchmasters.de. Da findet ihr auch alle Links, die ihr braucht, um uns zu folgen. Das könnt ihr schon mal machen. Wir haben langsam die ersten Zeiten. Der Christian Löbert hat seine Zeit mit 2 Minuten 7. Jetzt ist schon wieder vorbei. Der Till Aggermann hatte hier 0206 gleich mal die Bestzeit reingehauen. Ja, ich bin heute irgendwie ein bisschen in Spendierlaune, glaube ich, Phil. Inwiefern in Spendierlaune? Lass es mich wissen. Also wir müssten noch ein paar Zuschauer hier haben. Ich glaube,
dass die Leute wissen, dass es so coole Sachen draußen gibt, ich selber auch gerne eine Cap hätte von mir selber, von den Couchmasters, also von dem auf mir zulegen würde, müssten wir eh was besorgen. Vielleicht könnten wir heute spontan ein T-Shirt verlosen. Das könnten wir doch machen. Heute zum großen Finale, zum Saisonfinale der PlayStation. Finde ich das dann eine richtig geile Idee. Also klar, gerne. Lass uns dann noch warten, bis noch mehr Leute zu uns gefunden haben. Und dann starten wir da mal. Oh! Kungli, vielen Dank nochmal fürs Abonnieren und hallo! Schön, dass du dabei bist, am Start. Bist ja schön da. Ja, ich, wie gesagt, wir haben es gerade diskutiert, bis hier mal alles Fahrt aufnimmt. Ich wäre heute in T-Shirt-Verloslaune, also kein richtiges Gewinnspiel. Wir überlegen uns was zusammen heute mit der Community, was man machen muss, um an so ein T-Shirt zu kommen. Also ich nehme Vorschläge an, wir sind ja heute lange im Stream, wir sehen heute spannende Rennen. Also ihr seid heute auch im Chat gefragt, gebt mir mal ein paar Ideen, was man machen könnte. Wer so ein T-Shirt abstauben könnte. Ich kenne ja Gott sei Dank jemanden, der die machen kann. Also von daher. Ich bin heute so abgeschnitten vom Bild. Ich glaube, ich muss die Kamera noch ein bisschen. Ich bin ein bisschen weiter rüber. Okay, ich hoffe, dass das alles so passt. Also wie gesagt, ihr seid im Chat gefragt. Aufwachen, dabei sein. Ihr hört ja, was ich sage. Ich verlose heute ein T-Shirt, wir müssen aber überlegen, was wäre das. Wenn nicht, überlegt sich der Phil, weil der ist immer so ultra kreativ, der überlegt sich später mal eine Frage, ja, die ihr beantworten müsst, die muss schon ein bisschen in sich haben, Phil. Ja? Also wenn keine gute Idee aus der Community kommt, ja? Du, ich hab mir da auch schon mal was vorbereitet, weil irgendwann war mir schon fast klar, dass da was kommt. Und wenn nichts aus der Community kommt, habe ich wirklich eine Frage, die ist sehr schwer zu googeln. Sprich, es wäre eher eine Schätzfrage oder für die ganz, ganz eingefleischten Motorheads, die könnten da eventuell hinkommen. Aber so ist es eigentlich eine richtig, richtig interessante Schätzfrage, weil so genau kann man das nicht nachgoogeln. Das ist also schon mal gut. Also machen wir das so, wir machen mal kein offizielles Gewinnspiel mit Ticket, das ist jetzt eher mehr oder weniger spontan. Von daher, seht, es lohnt sich immer wieder mal auf so einem Couchmaster-Stream vorbeizuschauen, nicht nur um eure Familie-Fahrer anzufeuern, sondern auch, um einfach das ganze Thema noch mal ein bisschen interessanter zu machen, gibt es heute ein T-Shirt zu verlosen von den Couchmasters. Ihr könnt entscheiden, was wir machen können, also es ist sehr spontan. Wenn nicht, am Ende, der Phil überlegt sich eine Frage, also so in der nächsten Stunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und ja, da sind wir auf jeden Fall. Wir machen heute das Finale, das große Finale der PlayStation All-Stars. Und zwar wisst ihr ja, wir haben jetzt schon mehreren Streams gesprochen, ab morgen kommt ein großes Update in Assetto Corsa, auf dem PlayStation und wie auch immer. Und da kann es passieren, dass die PlayStation 4 und PlayStation 5 Fahrer nicht mehr gegeneinander fahren können. So wie jetzt, ihr seht gerade ein Rennen, da gibt es Leute, die haben zu Hause eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 5, das neuere Modell, und die fahren heute gegeneinander. Und dieses Update wird das höchstwahrscheinlich in Zukunft verhindern. Das bedeutet eben, dass die Fahrer nicht mehr zusammen fahren können. Das stellt uns vor eine große Aufgabe, das auch wieder organisatorisch zu regeln, weil wir ja momentan auch mit mehreren hundert Mitgliedern in Discord auch da im Orga-Team schon an der Grenze sind und natürlich müssen wir da ein bisschen wachsen. Und ja, das stellt uns halt eben vor eine große Herausforderung, deswegen haben wir gesagt, wir machen keine ganze Saison, sondern planen nur bis zum 21.02. Das ist heute und das ist das Finale PlayStation All-Stars. Die Fahrer mussten sich vorher qualifizieren im Rennen. Wir haben das heute gesehen. Der Phil hat es am Anfang im Stream kurz erklärt, worum es geht. Also wir werden hier ein Rennen sehen und danach, nach dem Rennen, gibt es ein Grid Reverse. Also das heißt, der Erste muss vom hinteren Platz starten und der Letzte darf von Platz 1 starten. Und das macht das alles nochmal spannend. Und die große Mühe macht sich der Phil. Der muss nebenher nämlich mitrechnen und sich das auf die Liste schreiben, also die er daneben noch führt, damit wir brandaktuell sind, was dann oder wer der Sieger ist. Ja. Wir kommen noch mal kurz zu den Zeiten. Aktuelle Bestzeit momentan, auch ein schönes Auto. Tim Steinbrecher, 2 Minuten 5,598. Jetzt darf er wieder voll eingreifen. Auf Platz 2 haben wir den Yoshimitsu, auch ebenfalls ein BMW. Auch eine schöne Farbe. Ich würde auch schon jetzt wissen, wem die Farbe gefällt. Miss Dynamite, wenn sie hier am Start ist, dann wird ihr das mit Sicherheit gefallen. Ich weiß nicht, ob es im Chat da ist. Und dann Platz 3. Ja, müsste der Roland Hoffmann sein, ne? Ja, genau. Roland Hoffmann.
eine ganz tolle Sache. Er nämlich der österreichische Fahrer. Genauso wie François hier mit der Startnummer 46. Er müsste Italien sein, gell? Haben wir das? Genau. Italienische Stadt. Wir haben leider die Liste jetzt nicht griffbereit. Oh, dann haben wir eine super gute Zeit. TNR Ronin fährt hier auf Platz 5. Da bin ich mal gespannt. Da gab es ja gestern die Auflösung, dass sein Papa da immer wieder gerne mit zuschaut, vor allen Dingen, wenn sein Sohn da mit dabei ist. Also, wenn er heute wieder dabei ist, darf er sich natürlich auch gerne wieder hier im Chat sehr gerne beteiligen. War eine richtig schöne Sache gestern und warum heute nicht? War das der Vater, hat er gesagt, oder Mutter? Mutter oder Vater? Eins weiß von ich gar nicht. Es war ein Elternteil, so viel weiß ich. Genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hallo, da draußen seid ihr noch wach? Überlegt euch mal kurz einen Vorschlag. Ich bin in Spontanlaune kurz, in spontaner Laune ein T-Shirt heute zu verlosen von den Couchmasters. Das ist jetzt ganz spontan eben gewachsen, die Idee. Ich hatte heute nicht so einen guten Tag, das heißt nicht so einen guten Tag, es hat nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ja, aber dann habe ich gedacht, dann mache ich euch wenigstens eine Freude und dann freue ich mich wieder. Deswegen, heute gibt es ein T-Shirt für eine Person. Entweder ihr gebt uns einen coolen Vorschlag, was man machen muss, oder der Phil hat eine gemeine Frage, die ihr beantworten müsst. Na ja, gut, du kennst ja schon die Frage. Ich glaube, du weißt auch, welche Frage ich rausspiele. Ich glaube schon, aber du weißt, ich bin auch immer sehr vergesslich, von daher. Ja, naja, komm. Wir sind ja noch beide nicht so alt. Aber schauen wir mal ab. Vielleicht kommt da noch die richtig gute, zündende Idee von unserer Community hier. Und lass mal uns überraschen. Ja, Phil, hilf mir mal jetzt, was ist passiert? Die Session ist zu Ende. Wir sind jetzt hier heute in der Qualifikation für GT4. Eine Wette, wer gewinnt. Ich glaube, oh, das ist fies. Da wollte ich jetzt schon so, ja, fragen, hast du schon einen Tipp, Chris, wer denn gewinnt? Und zwar, überleg dir mal kurz mal den Tipp. Das könnte unter Umständen nämlich recht einfach sein, aber lassen wir uns auch gerne eines Besseren belehren. Und zwar, jetzt sind wir Start der Session, noch 4 Minuten 40 Sekunden. Dann haben wir das erste Entscheidungsrennen. Das erste Entscheidungsrennen, inwieweit meinst du? Ja, hilf mir kurz. Wir haben ja heute jetzt 2 Läufe. Genau, und zwar läuft das Ganze jetzt so ab. Jetzt, die Fahrer haben das Qualifying erfolgreich beendet. Sie sind alle die Zeiten gefahren. Oder mit Absicht nicht. Wer weiß, vielleicht ist das auch nochmal eine Strategie. Kann alles mit dazu zählen. Dazu aber gleich noch mehr. Jetzt haben wir das erste Rennen GT4. Sprich, wir fahren jetzt 40 Minuten GT4 Rennaction mit einem Pflichtboxenstopp. Heute ist es nicht so, damit, dass es einen Under- oder Overcut gibt, sprich früher oder später in die Box. Es gibt ein 5-minütiges Boxenstoppfenster. Sprich, in diesem Fenster muss man in die Box kommen und seinen Boxenstopp absolvieren. Es wird auch nicht Pflicht sein, nachzutanken, sondern Reifen wechseln ist heute an der Pflicht. Sprich, die Fahrer müssen nicht tanken, die können jetzt sich den Tank vollgehauen haben und können damit durchfahren und nur die Reifen wechseln. Das macht es ja total spannend heute. Also ist es ja dann wirklich alles drin. Das muss man wirklich überlegen, ne? So, und dann nach diesen 40 Minuten haben wir ja schon einen Gewinner. Da sage ich jetzt mal, okay, es könnte jetzt der Till Aggermann sein. Wenn der Till Aggermann jetzt rein hypothetisch, also wirklich rein in der Theorie, das ganze Rennen gewinnt, startet er im zweiten Rennen, was direkt im Anschluss stattfindet, nämlich im GT3-Bereich, vom letzten Platz. Und das ist diese Reverse-Grid-Aufstellung. Der Erste ist dann der Letzte. Und der Letzte wird dann der Erste sein. Das macht das Ganze so interessant und auch hier gibt es ein Boxenstoppfenster. Daher gesehen bleibt es heute eigentlich relativ lange sehr, sehr spannend. Ich meine, gestern hatten wir schon eine richtig interessante Boxenstopp-Strategie vom Herrn von und zu Adler gesehen. die war waghalsig, also da kommt mir jetzt immer noch so ein bisschen Schweiß durch die Finger. Verrückter Typ, aber genial. Mal sehen, was wir heute an Taktiken sehen. Denn, Beispiel, jetzt startet
zum Beispiel der Christian Löbert von Platz 14. Er kommt auch als 14. ins Ziel. Startet dann aber auf P3 im GT3-Bereich. Beide Finalläufe werden einzeln mit Punkten bewertet. Die Top 3 kriegen die Punkte 25, 22 und 20 Punkte. Und so weiter. Also ich zähle euch jetzt nicht die ganzen Punkte auf, das wird zu lange dauern. Nee, mach doch mal. Platz 1, 25, Platz 2, 22, Platz 3, 20, Platz 4, 17. Und dann geht es von Platz 15 bis Platz 20 mit 16 Punkten und rückwärts runter. Also 16, 15, 14, 13 und so weiter. Geht es dann runter. Das gleiche Spiel passiert dann auch im GT3-Bereich. Und die Gesamtpunktzahl gewinnt, wer die meisten Punkte hat. Das Ganze, die ganze Liste, die ganzen Punktzahlen führe ich zur gleichen Zeit mit. Und als kleiner Bonus bekommt jetzt in diesem Sinne der Beste im Qualifying mit der besten Rundenzeit, das ist in dem Fall der Tim Steinbrecher hier auf der Pole Position, einen Zusatzpunkt. Also sind wir mal gespannt, was da definitiv passieren wird. Und wir sehen im Chat die ein oder anderen Verrückten, die auch mitfahren, schreiben jetzt hier noch in Twitch in den Chat. Christian Löbert, Mr. von und zu Chicken Power Daniel. Ein Gewinner aus dem letzten All-Star-Rennen. Genau. Lil Ice-T ist auch wieder am Start. Schaut später den Stream. Ist ja Elternteil von Ronin. Chrissy ist auch da, hi. Meine Mutti guckt ja auch zu, also von daher. Ja, sei gegrüßt. Also die Familien sind wieder am Start. Genau. Finde ich auch eine richtig, richtig schöne Angelegenheit, dass da nicht nur die einzelnen Partnerinnen oder Partner dazu schauen und mit dabei sind, sondern auch wirklich so ein bisschen die ganze Familie irgendwo angefixt ist im Thema Rennsport, Simracing. Finde ich eine richtig feine Sache. Natürlich. So manch einer muss eventuell noch lernen oder am nächsten Tag wieder arbeiten. Demnach können leider nicht alle zuschauen, aber für alle, die dabei sind, freut uns natürlich sehr. Hey. Und ihr da, wir haben einen neuen Abonnenten mit Prime. Vielen, vielen Dank. Subscriben, können wir das sagen. Vielen Dank, Dankeschön. Naiko 97. Für dein Abo, das ist ja ziemlich gute Sache. Und wir gehen jetzt in die Einführungsrunde. Ich habe schon gedacht, ich muss heute gar nichts mehr sagen. Phil, du bist gut dabei. Wir schauen uns jetzt die Einführungsrunde an. Duddle Dave ist auch hier, sehe ich gerade in dem Moment. Guten Abend zusammen, also auch Gruß an dich, Duddle Dave. Alles Fahrer, alles gut Bekannte. Schön, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Hier sehen wir jetzt die Aufwärmrunde. Phil, du hast ja schon erklärt, das Waven, ne? Das heißt eben hier das rechts hin und her fahren, um die Reifen aufzuwärmen. Es gibt ja Fahrer, die halt nichts davon. Es gibt welche, die sagen, ja, Hey, ich gehe auf Vollbremsung, dadurch glühen die Bremsscheiben, die werden heiß, die Hitze überträgt sich auf die Felge und von der Felge auf den Reifen, weil dieses rechts und links hin und her fahren würde ja quasi den Reifen mehr ablösen. Aber es gibt einige, die das machen. Ich glaube, das ist eher so eine Philosophie. Ne? Also kurz erklärt von mir, oder? Ja, also der eine hält von dem einen mehr und der andere von dem anderen mehr. Natürlich dieses stetige auf der Bremse stehen und trotzdem Gas geben, geht natürlich auch auf die Bremse. Sprich, die leidet da auch drunter. Entweder leiden die Reifen oder die Bremse. Das ist eine reine Abwägungssache auf den manchen Strecken. Ist das eine besser auf den anderen das andere? Ich persönlich würde hier heute eher auf die Bremsvariante gehen, da die Reifen hier auch eine recht hohe Rolle mitspielen. Aber auch das ist wieder eine Ansichtssache, weil jeder Fahrer kommt ein bisschen anders klar. Der eine Fahrer hat auch vom Setup her gesehen eher ein passiveres Setup, sprich reifenschonender, kann dafür besser in die Eisen gehen. Der andere fährt ein bisschen aggressiveres Setup, nutzt also seine Reifen mehr an, kann dafür die Bremsen ein bisschen mehr schonen und somit jetzt in der Einführungsrunde dadurch seine Reifen warm machen. Da, hier, Leonardo schreibt, Löbert mal nur 14, da abwarten. Ihr müsst ja später, das Rennen wird verkehrt rum gestartet, also er kann sich eine gute Position bringen vom GT3-Rennen. Und wir wissen, der Christian Löbert ist einfach ein Racer, er beißt sich da nach vorne, das kann passieren. Wenn der sich genug ärgert, dass er nach vorne fährt. Ja, dafür ist er bekannt.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir mehr trinken in Streams letzter Zeit? Ich glaube, wir reden mehr, oder? Ja, ich glaube auch, wir reden mehr. Sehr viele auch privat und aktuell zu tun. Daher bin ich froh, Hauptsache ich trinke, ich dehydriere nicht und meine Stimme ist geölt. Weil gerade, ich finde, in der letzten Zeit die Rennen, nicht, dass sie jemals uninteressant waren, aber die Fahrer machen uns einfach die Rennen noch spannender, immer mal wieder. Jetzt gerade heute hier das große Konsolenfinale ist natürlich dann nochmal das Sahnehäubchen, das i-Tüpfelchen. Da ist der Drops noch nicht gelutscht. An dich die Anekdote. Ja. Da. Dieter Racing ist auch am Start. Silverback Sim Racing, auch ein Team, das schon von Anfang an dabei waren. Und natürlich, nicht, dass ich parteiisch wäre, aber ihr wisst's, Bernd Altmeppen ist auch wieder am Start. Yay! Ja, ich meine, also, es gibt jetzt viele Fahrer, die von Anfang dabei sind. Wir hatten sie am letzten Rennen, der Bernd auch schon dabei. Und ja, er startet heute von Platz 16. Wir sind gespannt, ich werde es verfolgen. So, jetzt geht's nämlich gleich los. Wir sind leider ein bisschen weiter hinten, das ist die PlayStation. Ich kann erst umschalten, wenn das Rennen gestartet hat. Das ist leider ein bisschen umständlich. Wir fahren jetzt auf die Start und Ziel. Genau, jetzt müsste es gleich starten. Auf der linken Seite versteckt vom Starttower. Jetzt grüne Flagge, das Rennen ist gestartet. Team Steinbrecher startet mit Yoshimitsu gleich vorneweg an der Spitze. Wir müssen jetzt gleich mal umschalten. Sorry Leute, das ist leider einfach der Nachteil ein bisschen bei der Konsole. So, jetzt sind wir bei der Musik. Team Steinbrecher behauptet weiter die Führung, aber Yoshimitsu klebt ihm direkt hinten am Heck. Wir bleiben noch kurz an der Spitze, bevor wir nach hinten durchschalten. Tim fährt aber weg. Also sieht ziemlich gut aus, kann sich absetzen. Wie sieht es weiter hinten aus? Ja, die ziehen sich alle ein bisschen an der Schnur. Jetzt ist hier Ronin vorbeigegangen an François. Der kontert aber wieder innen. Beide Mercedes unterwegs. Er steckt Ronin nochmal einen Moment zurück, aber der will auch noch nicht ganz vorbei. So. Ich muss sagen, hier definitiv ein richtig, richtig fairer, interessanter und spannender Start. Ich konnte jetzt keine Berührungen sehen, ich habe auch kein Auto abfliegen sehen oder irgendwie eine gelbe Flagge. Also, die Fahrer haben sich hier genügend Platz gelassen. Tim fährt, versucht zumindest davon zu fahren. Allerdings, Yoshimitsu klebt hinten dran jetzt hier auf der langen Geraden. Ganz wichtig, Windschatten kann rennentscheidend sein, hier den Windschatten mitzunehmen. Das ist ja eine lange Gerade, wir haben sie schon oft besprochen. Das ist halt auch ein Grund, wenn man sich hinten dran auslegen kann. Fährt da ein bisschen schneller hinterher. Das ist schon ein Thema jetzt, auch Windschatten. Ja, definitiv. Und was auch noch ein richtig, richtig großes Thema ist heute, sind die Track Limits. Track Limits bedeutet nochmal, vielleicht für den einen oder anderen, der es noch nicht versteht, heute vielleicht zum ersten Mal dabei ist. Natürlich erklären wir das gerne nochmal. Rechts und links von der Strecke sind weiße Linien. Wenn man die an einer ungünstigen Stelle überfährt, kürzt man für die Simulation ab. Dann bekommt man eine Verwarnung wegen Abkürzen. Das sind sogenannte Track Limits. Nach dem dritten Track Limit bekommt man eine Durchfahrtsstrafe. Es gibt aber Stellen, da muss man so ein bisschen die Curbs mitnehmen und kann ein bisschen weiter ausschalten. Hier auf Paul Ricard gibt es da so zwei, drei Stellen, die das wirklich erlauben. Die sind auch gekennzeichnet. Und die muss man auch mitnehmen. Also ich selber, Paul Ricard, ich bezeichne die Strecke als den Parkplatz. Halt viel Asphalt. Ja, sehr viel Asphalt umrum. Demnach finde ich heute auch nicht zu verachten die Track Limits. Ja, ich habe während die Zeit, und du das schön erklärt hast, nochmal die Track Limits, das heißt also, oder auch mit allen vier Rädern über die weiße Linie fahren, hat am meisten einen Vorteil. Habe ich die Zeit genutzt, habe ein bisschen gecheatet, aber hier, was unser Tool angeht, ich habe mir mal noch die PlayStation-Fahrerliste hergezogen. Da können wir vielleicht ab und zu nochmal nach dem Namen spitzeln. Schön, dass es Internet gibt. Ja, genau. Auf jeden Fall hier schön zu sehen. Tim Steinbrecher setzt sich jetzt ab mit einer Sekunde Vorsprung zu Yoshimitsu. Ja. Schmähmann schreibt auch, man weiß gar nicht, wen man anfeuern soll. Man gönnt es jedem. Also jetzt sowieso, das sage ich an jedem Stream, ich gönne es jedem. Und ja, Doris Hockenheim schreibt es auch.
Ist natürlich immer cool, wenn man die Namen hört, die schon von Anfang an dabei sind. So, ich schicke dir jetzt auch gleich mal noch hier rüber die Daten. Also hier im Hintergrund bin ich ein bisschen am Arbeiten, während euch der Film weiter unterhält. Auf jeden Fall jetzt möge zwar der Tim führen. Wenn er jetzt auch das Rennen so beendet als Erster, startet er als Letzter. Natürlich ist für Chancengleichheit gesorgt, sprich, jeder fährt GT4-Klasse und dann auch die GT3-Klasse. Macht das Ganze natürlich sehr interessant, da sich kaum einer wirklichen Vorteil verschaffen kann. Sei es von der Geschwindigkeit, sei es von der Performance oder von der Klasse. Das macht das Rennen heute so spannend. Dazu dann auch noch das festgelegte Boxenstoppnetz von 5 Minuten. Innerhalb dieser 5 Minuten müssen alle Fahrer an die Box kommen. Und wie wir vielleicht das ein oder andere Mal sehen, werden hier auch ein paar Pylonen oder Quarks rumfliegen. Also auch das hier, Paul Ricard ist bekannt für die vielen umherstehenden Quarks. Oh, wir haben eben einen Fahrer verloren, wie ich gerade gesehen habe. Ja. War das der Ronny Schreier? Oh nein! Was passiert in dem Fall? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also, es gibt ein so... Oh oh, die Fahrzeuge. Jawohl. Ja, ihr seid mal wieder live dabei, wenn der Server Probleme macht. Jetzt sind wir natürlich wieder in der Situation, die das alles ein bisschen komplizierter macht. Ich sehe schon, der Phil ist auch schon mächtig mit den Nerven am Ende. Sein Gesicht ist sehr verdutzt. Ja. Wir haben hier jetzt ein Problem und zwar ist einfach die Connection oder die Verbindung zum Server unterbrochen. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie wir das nochmal machen können. Wir arbeiten jetzt hinten dran. Ab jetzt wird improvisiert. Also, ich kann euch auf dem Laufenden halten, denn toi 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 bin ich noch dabei. Und zwar, es hat leider getroffen Yoshimitsu und den Ronny Schreier. Die hatten beide einen Disconnect. Wir sind froh, dass es nicht alle getroffen hat, was demnach zur Folge hätte unter Umständen einen Neustart des Rennens. Im Nachhinein, in dem Falle, müssen wir uns auch mit der Ligaleitung dann nochmal in Verbindung setzen, was hier dann gemacht wird. Von wegen Punktegleichheit bzw. Angleichen der Punkte. Angelo Ramazzotti auch in der Box. Da gab es aber auch eine gelbe Flagge. Das kann natürlich auch sein, dass Angelo hier über die Curbs gefahren ist. Oh, da zieht er die Cappy auf. Da kann ich leider nicht mit dienen. Noch nicht. Aber schick. Also würde ich persönlich auch aufziehen. Finde ich auch richtig hübsch anzuschauen. Gibt's gar nicht so viele davon. 2 Stück weltweit. Nur limitierte Auflage. Limitiert. Oh. So. Zurück ins Geschehen. Ich hab's wieder hergestellt. Du bist wieder im. Aber es hat Connection. Mehrere Fahrer gebrochen. Es war jetzt nicht nur ich, ne? Nein, es war der Ronny Schreier und der Yoshimitsu. Die beiden hatten auch einen Disconnect, sprich, du warst nicht der Einzige. Da sind wir leider auch so ein bisschen, da ist uns einfach auch die Macht ein bisschen genommen. Wir können da relativ wenig handeln. Das liegt an den Game-Servern, an den Hostern, die Game-Server bereitstellen. Werden wahrscheinlich vielleicht auch schon die ein oder andere Umstellung annehmen. Für halt eben das Update, das morgen startet. Da sind wir jetzt eben leider die Leidtragenden. Wir hoffen jetzt mal, dass es der einzige Vorfall war. Ronny Schreier jetzt wieder aus der Box und mitten im Renngeschehen. Und schauen wir mal. Gut, dass Sie nicht aufgeben. Sie haben hier noch ein bisschen Zeit. Schwenden ist ein guter Zeitpunkt für Werbespots zu nutzen. Aber ja. Aber apropos, der Daniel hat es gerade erwähnt. In diesem Sinne auch nochmal für die ganzen Streams. Es wird uns ermöglicht, viel mehr zu streamen. Man hat es gesehen, wir waren gestern live, wir sind heute live. Wir werden am Donnerstag live sein mit der Rennschule. Da werden wir unseren Rennschullehrer haben, den Tim Stein.
Den Tim Steinbrecher, der erklärt nämlich den Neuankömmlingen, Neuzugängen oder einfach interessierten Fahrerinnen und Fahrern die kommende Strecke und plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, was Angrenzpunkte sind auf zum Thema Setups etc. Das Ganze ermöglicht hat uns mit, ist ein sehr großer Teil der BNC Hockenheim, mit einem richtig schönen Sponsoring dafür konnten wir uns mehr Equipment kaufen, um eben euch auch viel, viel mehr Renn-Action bieten zu können. Also in der Hinsicht auch nochmal vielen Dank an den BMC Hockenheim für die Partnerschaft. Eine sehr feine Sache. Und wir freuen uns, mehr für euch da sein zu können. Also ihr bekommt auch mehr davon von der Renn-Action. Auf jeden Fall. Und Renn-Action ist genau das richtige Stichwort. Hier haben wir nämlich den Ackermann 96. Der muss sich verteidigen gegen Christian Löbert, der außen ist. Also Till Ackermann hier gegen Christian Löbert. Jetzt beide auf der langen Gerade, nutzen keinen Windschatten. Müssen also beide gegen den Wind fahren. Hier nebeneinander. Jetzt kommt es natürlich auf reinste Motorpower an. Und wer später bremst. Oh, schade. Die Kameraeinstellung im toten Winkel ist es passiert. Da hat er sich weggedreht. Ich würde gerne wissen, was passiert ist. Beide sind nebeneinander gefahren. Ich bin nicht 100% zufrieden mit der, ja, aber da können wir nichts machen auf Konsole mit der Kameraeinstellung. Da ist natürlich schon komfortabel auf PC, aber natürlich ist Konsole auch ein wichtiger Teil. Daher kommen wir von den Couchmasters und das möchten wir auch gerne weiter unterstützen. Oh Mann. Ja, genau, apropos Konsole. Wir kommen von der Konsole, dafür steht die Couchmasters. Couchmasters, sag doch mal, woher der Name kommt. Weißt du es? Ich weiß es. Ich auch. Ich habe ihn mir ausgedacht. Ja, also es war damals die Überlegung, als wir neu gestartet haben. Wir fahren Rennen, wir müssen eine Rennserie und die meisten, wenn man virtuell Rennen fährt oder wie man angefangen hat, war ja noch mit Gamepad. Das macht man auf der Couch, also war es nahelegen, Couchmasters den Namen zu nehmen. Und so war eigentlich die Geschichte entstanden zum Thema Couchmasters. Eher erstmal aus der ersten Idee, also das war eigentlich Couchmasters, der Name war eigentlich so der geheime Projektname. Ja? Wenn du ein Militärprojekt hast, dann so Mission Aurora oder Project Aurora, ja, und so war das Project Couchmasters und das ist eigentlich noch hängen geblieben. Das gibt's heute. Oder erzählt man sich schon eine andere Geschichte in der großen Community? Die Couchmasters sind nach wie vor die Couchmasters. Ich kenne keinen anderen Namen dafür, auch so inoffiziell. Nee, oder aber wie man auf den Namen gekommen ist, weil der jetzt oder war das einfach so eine Interessensfrage von dir? Das war jetzt einfach so eine Interessensfrage für vielleicht die Community, wer sich das mal gefragt hat, woher eigentlich Couchmasters? Wir haben doch gar nichts mit der Couch zu tun. Daher Es ist halt, der Gedanke ist, Wohnzimmermasters wäre ein bisschen lang gewesen. Was steht im Wohnzimmer? Es ist eine Couch. Man zockt von der Couch, beziehungsweise Rennsimulation hat nichts damit zu tun. Aber daher kam der Name. Ich weiß, dass sich einige mit dem Namen vielleicht ein bisschen schwer tun, weil es ja ein bisschen spaßig ist. Aber wir ja auch ernsthaft Simracing betreiben. Aber ich finde, der Name ist so, er ist gut, er ist eine Marke geworden, wir unterstützen das, ihr unterstützt das, auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Und ja, also so viel zum Couchmaster, ihr müsst ja mal, ich mache gleich nochmal einen Ausflug zur Geschichte, wie das überhaupt angefangen hat, bevor wir hier heute so mega geile Livestreams haben mit Einblendungen und Kommentatoren und was weiß ich, war das früher ganz einfach. Erzähle ich gleich nochmal. Vanessa sagt hier auch nochmal, vergesst die Hori-Mädels nicht, also die grüßen wir natürlich auch schön. Die sind die Damenmannschaft, wenn man so will, der Sportwart am Hockenheimring. Die sind natürlich auch aktiv im Instagram, also die Damenwelt da draußen. Wenn ihr auch Bock habt, direkt aktiv an der Rennstrecke zu werden, dann geht es auch beim BMC, beim Badischen Motorsportclub, unserem Partner, der das unterstützt in Hockenheim. Und da sind sehr viele Damen vertreten und die haben auch so eine eigene Gruppe, die Hori-Mädels. Wenn ihr da also auch Infos haben wollt, dann schaut ihr auch da mal vorbei. Aber ansonsten allgemein an den BMC vielen Dank für die Unterstützung. Ja, wie sieht's aus? Rennen, Tim Steinbrecher führt das Rennen an aktuell im BMW. Fährt er einsam und alleine mit 4 Sekunden, ist die Überraschung Roland Hoffmann. Er fährt momentan auf Platz 2, wird aber gejagt von François. Gut, wobei jetzt Achtung, P2 ja, wieder 0,2 Sekunden gut gemacht hat. Also, der Tim darf sich da nicht in zu großer Sicherheit
Er mag zwar ein richtiger, wie wir Insider sagen, Alien sein auf der Rennstrecke, aber da hat er definitiv die Rechnung nicht vollendet mit dem einen oder anderen Fahrer. Also, da wir schon erwähnt haben, das Qualifying hat sehr viel abverlangt. Es war nicht leicht, hier unter die Top-Fahrer zu kommen. Wird das hier definitiv ein sehr spannendes Rennen. Auf jeden Fall. Ich spitzel jetzt nochmal durch, weil ich bin mir sicher, dass François Bouchetto aus Italien startet. Nämlich, aber das möchte ich jetzt nochmal nachgucken. Das ist alles so lang her. Wir haben mittlerweile ja... Nein, ich hab's schon gefunden. Nein, ja. Falsch. François startet unter der österreichischen Nationalität. Aha, wir hatten doch, aber war das nicht? Naja. Genau, der Dieter Rungladier. Genau, Dieter Racing, der vorhin auch im Chat war. Der ist ja gestartet bei uns als italienischer Flagge. Ganz weil genau. Er kommt nämlich aus Südtirol, der italienischen Hälfte. Also ihr seht, es war absolut international, also zumindest europäisch unser Starterfeld. Oder ist es immer noch, wir haben kroatische Start, Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Italien, Ungarn, Tunesien. Also da bin ich absolut immer stolz auf die ganzen Fahrer aus den ganzen Ländern, die zu uns kommen, also jeder zu kommen. Nimm da deine Worte auf, ich sehe, ich langweile dich. Ich nehme da einfach gern deine Worte mal auf. Jeder bei uns ist willkommen. Also egal, wie gesagt, welches Geschlecht, welche Nationalität, welches Alter ist auch egal. Man meint ja auch oft, dass es eben so eine Jugenddomäne ist, also für junge Menschen. Dieses Sim Racing, aber weit gefehlt, es sind meistens auch schon erfahrene Menschen, also mit mehr Lebenserfahrung auf der Uhr, mehr Kilometer auf der Uhr, die Sim Racing betreiben. Zum Beispiel ja auch vorhin geschrieben hat Dieter Racing von Silverback Sim Racing, also Silverback Silberrücken. Könnt ihr euch ja vorstellen, so was bei mir auch schon lange Ja, es kommt. Ja, jetzt aber. So. Jetzt guck mal, lange gerade, der Roland Hoffmann muss aufpassen, François Bouchetto hängt sich jetzt hinten dran ans Heck, das österreichische Duell hier. Ich hoffe bei dem Kameraumschalten, dass wir nicht wieder irgendwas verpassen. Es ist leider nicht ganz so optimal, aber sie fahren hier noch untereinander. Wir probieren mal, die Kameraeinstellung zu ändern. Leider hüpft es dann immer wieder weg. Ja, das ist halt, wie du schon erwähnt hattest, leider relativ schade, da wir da an der Konsoleneinstellung festgebunden sind und leider nicht so agieren können wie jetzt auf dem PC-Bereich. Das kommt mir heute vor, wie wenn es ein BMW Cup wäre, nur die BMWs unterwegs. Wir sehen jetzt der Kampf, Sebo Nummer 46 muss sich verteidigen gegen The Sir. Gibt es denn keine Suchfunktion? The Sir ist Henry. Ich sag mal, Henry aus Hamburg vom Team Derbe Flott ist gerade mal 0,56 Sekunden dran und der kriegt gleich Besuch noch von Ronin. TNR Ronin hängt jetzt auch am Heck, also hier ein schönes Dreierpack. Ronin im Mercedes. Der fährt an Henry The Sir dran. Von Ronin hatten wir doch, glaube ich, auch einen richtigen Namen, oder? Von Ronin, TNR Ronin, müssten wir auch einen richtigen Namen zumindest gehabt haben. Bitte ist Namen. Wenn er das will, also wenn wir jetzt hier keine Liste haben. Wir waren natürlich auch immer, also wir machen das freiwillig, falls ihr euch das fragt. Die Fahrer können selbst angeben, was sie von sich preisgeben haben oder wollen, ja, ob sie sagen, hey, wir geben einen richtigen Namen raus, welches Team, wer herkommt, welche Nationalität, muss aber nicht. Wir kriegen normalerweise immer eine Liste von dem PlayStation-Rennen, also war es in der Season immer mit den Fahrernamen, Lieblingsstrecken, Teamnamen und so weiter. Die haben wir jetzt aktuell nicht gepflegt, weil ja morgen das große Update ist und wir dann nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, leider. Das Update kann uns vieles versauen, was wir natürlich nicht hoffen. Wir sind da alle relativ gespannt drauf. Da
Wer hat sich vorhin noch? Vorhin nur 14. Heute ist er jetzt gerade unterwegs 6. Also gerade ist er vorbei. Christian Löbert jetzt auf Platz 6 ist vorbei in X12 R13. Also hat er da auch schon wieder ein Plus gut gemacht, wenn er dann gleich wieder startet im GT3-Rennen. Angelo drückt den Party-Mode-Button. Wie meinst du, Schmidt? Was ist das? Ich interpretiere das so, als würde da irgendwo die versteckte Nitro-Flasche im Kofferraum liegen. So könnte man das natürlich interpretieren. Der Daniel, ja, der drückt den Party-Mode-Button, sagt er. Hier auf P2 und P3 geht es natürlich immer noch sehr eng her. François versucht jetzt ist er dran. Auf P2 zu kommen. Macht sich bemerkbar. Jetzt kommt der Angriff, ja. Hat sich schon mal angekündigt. Jetzt kann er den Roland ein bisschen nervös machen, wenn er natürlich immer ein bisschen im Heck sitzt. Also Roland Hoffmann, François Buschetto, hier beide Fahrer aus Österreich, kämpfen hier um den zweiten Platz. Im GT4-Rennen der PlayStation All-Stars. So, Freunde, ich habe es nochmal gesagt, ihr könnt heute ein T-Shirt gewinnen. Ihr müsst aber mal sagen, wie wollen wir es machen? Wie wollen wir es verlosen? Wenn nicht, ist also, der am meisten im Chat heute reinschreibt. Also, du musst einfach... Mercedes gegen Mercedes! Beide jetzt nebeneinander. Roland Hoffmann ein bisschen weit rüber, drückt jetzt den François ein bisschen zur Seite, aber der hat genügend Platz. Der lenkt schon ein, der Roland, und da gibt es die Kollision. Ich hab's doch gesehen. Ich hab gesagt, der lenkt ein. Eieiei. Ich weiß nicht, ob er nicht gesehen hat oder ob er... Was ist da passiert? Er fährt doch Mercedes-Mensch. Wie meinst du das, Daniel? Du siehst ja, was hier passiert. Mercedes ist... Glück gehabt. Ja. François konnte sich nochmal abfangen, stand nur etwas quer, hat das Auto völlig unter Kontrolle. Also da muss man sagen, da hat er das Auto wirklich unter Kontrolle. Respekt, ja, absolut. Ist immer noch hinten dran und das Boxenstoppfenster ist geöffnet. Noch 1 Minute 29 ist das Boxenstoppfenster geöffnet. In der Zeit müssen die Fahrer an die Box kommen. Aktuell auch an der Box Tim Steinbrecher, der Führende. Und jetzt auch hier Platz 2 und Platz 3. Jetzt fahren sie beide rein. Ja gut, das Beste, was sie jetzt machen können, es hebt es wieder ein bisschen auf. Ne? Also sie haben beide jetzt rein, ist schon fast eine faire Aktion. Ja, fahren beide rein, müssen das Thema jetzt einfach hinter sich bringen. Ja, Hammerfall King wird verfolgt von Ronin. Rennfahrer, ja. Das haben wir alle erwartet. Ah, Hammerfolking ist doch Jack. Genau, Hausinger. Jack Hausinger, genau. Jack Hausinger. Das, also ich finde die Namen manchmal ist klar, die sind immer so ein bisschen, also ich finde sie alle cool, irgendwie so Renntech-mäßig, aber es gibt immer so ein paar Namen, die klingen so. Also Ronin greift jetzt an, er ist neben Jack Hausinger dran und setzt sich durch, der Mercedes geht vorbei. Guck mal, da gibt es irgendwelche Insider, die wir gar nicht wissen. Der Daniel schreibt sich da hier an, guck mal, Mercedes hat doch den Party-Maus, Lewis Hamilton F1, egal. Ach so, weil die da rumschalten. Ja, Mensch, Daniel, wir denken doch jetzt nicht an die Formel 1, wir denken hier an spannenden Motorsport, die Couchmasters zum Beispiel. Nee, ich gucke ja auch gern Formel 1. François ist als erstes aus der Box gefahren. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja, François hat sich somit den Platz 2 geschnappt durch den Boxenstopp. Ja, und der Window ist da, closed. Ja. Ich, aber da ist der Drops noch nicht gelutscht. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch was geben. Also, wie gesagt, denkt nochmal dran. Wir verlosen ein T-Shirt. Sagt uns mal jetzt im Chat, was ihr cool findet, was wir machen. Wenn nicht, kriegt es der am meisten reinschreibt. Da haben wir schon einen Favoriten. Da haben wir aber auch relativ viel zu zählen. Ja, aber einer fällt da schon mal die ganze Zeit ziemlich krass auf. Ja, aber so, dass alle vielleicht den war ja mal eine Schätzfrage. Okay, ja, dann machen wir es so. Achtung, aufgepasst. Ich wiederhole sie auch nochmal gerne. Das machen wir nach diesem Rennen, wenn das Rennen rum ist. Ja? Genau. Stell der Phil eine Frage, wenn die richtig beantwortet, kriegst du das T-Shirt.
in S. Nein, natürlich ist die Größe frei wählbar, sprich jeder bekommt die gleiche Chance. Jeder bekommt auch die gleichen Voraussetzungen. Die Antwort, muss man auch dazu sagen, ist nicht so leicht googelbar. Also es ist wirklich, wirklich eine schöne Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, aber bis dahin, TNR Ronin und Jack Hausinger hier auf der langen Geraden. Ein richtig enges Duell. Jo, nee, das ist X12, R13, aber Ronin ist weit. Auch noch mit. Hab ich das Gefühl, dass der Ronin hier richtig durchs Feld fliegt, dass der richtig Gas gibt? Der drückt wahrscheinlich den Party-Mode, oder? Das könnte natürlich sein, dass der auch den Party-Mode drückt. Also ich bin irgendwie der Meinung, dass Ronin hier ganz schön ordentlich nach vorne fährt durchs Feld. Startnummer 17. Es sieht 7, also keine 7. Ja, Vanessa sagt hier, es ist Konkurrenz. Ja, ja, das werden wir ja noch alles sehen, denn nach diesem Finallauf ist das Ganze noch nicht fertig. Da ist der Drops noch nicht genug. Nee. Da ist das letzte Tröpflein noch nicht in den Abfluss geflossen. Denn im Anschluss gibt es noch einen Finallauf, GT3. Wir sollten so die Best-of-Kommentatoren sprechen. Oh ja. Runter. Das ist auch gut. Tropfen den Abfluss runter, der Drops nicht gelutscht. Siehst du, jeder hat so sein Ding, ja? Oh, da gibt es auch noch mehr. Aber aktuell wird in der GT3-Klasse nachher Bernd Altmann auf der Pole stehen. Was auch sicherlich sehr interessant sein wird. Oh, guck, Sven Daniel gibt es gerade auf dem neuen Leaderboard. Der ist jetzt auf Platz 12 gerutscht. Falls ihr jetzt gerade fragt, wovon wir sprechen, wenn ihr mal jetzt das Video weiter nach unten scrollt, gibt es ein Leaderboard, bei dem ihr natürlich auch Punkte kriegt. Da sieht man, wie aktiv jemand ist, denn kommt ja da auch, es gibt Rennpunkte. Und ja, wow, hier ist auf Platz 6. Ja, also könnt ihr das auch machen. Oder wir haben zwar schon einen ganz tollen Partner, den BMC, den Badischen Motorsportclub von Hoppenheim, der unterstützt uns, aber wir möchten natürlich mehr machen, auch wenn das Thema ankommt, dass wir noch mehr streamen wollen, dass auf PlayStation 4, PlayStation 5 getrennt ist, dann müssen wir ein bisschen mehr machen und so könnt ihr uns auch unterstützen. Dann geht nochmal an den Frank Slow, der uns gestern auch großzügigerweise unterstützt hat, ein edler Spender, vielen Dank. Brauchen wir da auch eure Unterstützung. Ihr könnt nämlich den Kanal abonnieren, einmal mit Amazon Prime. Wenn ihr das habt, kostet euch das nichts, wir kriegen die Unterstützung. Oder ihr folgt uns einfach, oder jetzt unten in dem schwarzen Laufband gibt es unseren ganzen Social Media Kanälen, den Links, beziehungsweise Instagram oder unsere Webseite. Und da sind wir nämlich in Facebook, Instagram. Und da wäre es aller einfachste, wenn ihr die Kanäle abonniert und mitmacht. So, unten geht's ab, ich sehe schon. Ja, ja, da geht's richtig rund. Die haben verstanden. Also, ich glaube, wird schon duelliert, aber okay. Genauso glaub, duelliert wird sich hier auch auf der Strecke. Und genau, wenn ich dir gerade voll ins Wort fall, aber voll okay. X12 R13 und Jack Hausinger hier im hautengen Duell. Jetzt auf der Startziel gerade beide nebeneinander. Die nächste ist der Linkskurve. Wird sehr interessant, weil muss stark gebremst werden. Wer später bremst, ist länger schnell, aber Jack Hausinger hat hier jetzt einfach, ja, ist später auf der Bremse vielleicht oder hat ein bisschen mehr Power gehabt. Der hat wahrscheinlich das dickere Buch im Kamin gehabt, so dem es länger war. Wer ein dickes Buch hat. Ja, genau. Wer ein Kamin, oder wie war das? Genau, so einer meiner Lieblingssprüche sogar. Den habe ich irgendwo aufgeschrieben. Wer ein dickes Buch hat, dem ist schneller warm, vorausgesetzt er hat einen Kamin. Ein dickes Buch hält lange warm, wenn man einen Kamin hat, sowas, genau, also so kenn ich's. Ja, Frank Slow schreibt, Prime-Abo gibt's morgen wieder. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja. Aber wo wir uns auch definitiv drauf freuen, sind immer wieder heiße Duelle hier auf der Rennstrecke. Nicht nur zwischen Jack Hausinger und X12R13, sondern auch bei Zurückrunden von Ronny Schreier. Also Ronny Schreier, genau, die beiden. Da waren wir vorhin drauf, Ronny Schreier und Yoshimitsu. Yoshimitsu ist vorbeigegangen an Ronny Schreier. Die beiden waren ja eigentlich wegen dem Disconnect rausgeflogen und sind eigentlich aus der Box nochmal hinterher gestartet. Ja. Was mich jetzt wundert, auch mal wieder,
ist, da haben wir jetzt einen Fahrer angezeigt an der Stelle, den haben wir gar nicht, ist Angelo Ramazzotti. Und Angelo Ramazzotti eigentlich auch ein super schneller Fahrer, aber beißt sich da auch ein bisschen schwer durch. Hat er auch wenig trainiert, das haben wir auch schon gesagt. Von daher aber trotzdem eine gute Leistung. Er ist dran, schließt alles mit. Ja, also von daher richtig gut. Und Bernd Altmeppen, muss es kurz feiern. Da ist er, Fahrer der ersten Stunde, genauso wie der Tim und der, ja, Christian Löbert, die da gerade dabei fahren. Das sind eigentlich so die drei mit Ältesten. Ich muss nochmal gucken, Ronny Schreier ist auch schon lange dabei. Ja, der Ronny, das ist auch schon ein älterer Hase im Sinne der Couchmasters gesehen. War ja auch mit für den einen oder anderen hier im Chat, in der Community. Den haben wir auch sehen können auf der Essen Motor Show. Hat war das, da auch muss man mal lobend erwähnen, hat alles geplant und alles gemanagt. Ja, der hat so einige Spontanaktionen nochmal richtig herausgefordert. Das ist aber ein anderes Thema, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, aber er hat da wirklich einiges gemanagt. Also, er auch ein sehr, sehr aktiver Fahrer, nicht nur auf der Strecke, sondern auch im Hintergrund der Couchmasters. Und für so Leute sind wir natürlich auch froh. Und was macht er dazu sagen muss? Wir freuen uns auch immer wieder über neue Engagements, sprich neue Fahrerinnen, neue Fahrer, die sich engagieren wollen. Die haben bei uns eben auch die Möglichkeit, sich mit einzubringen, neue Ideen vorzuschlagen, vielleicht auch eine neue Rennserie mit aufzustarten. Demnach, wir freuen uns über jegliches Interesse, über jegliches Engagement. Ihr könnt auch gerne mithelfen in der Organisation, da haben wir auch immer ein bisschen Platz. Wenn ihr vielleicht eine eigene Meisterschaft starten wollt, die jetzt bei den Couchmasters nicht vertreten ist. Der BMC, der Badische Motorsportclub, wird ja nicht nur als Partner bei uns auftreten, sondern auch als Veranstalter. Er wird im Rahmen der Couchmasters iRacing einführen bei uns im Bereich NASCAR. Das habt ihr vielleicht heute Nacht gesehen oder bis um 1 ging. Oh, da wird abgekürzt von Yoshimitsu. Da war nämlich das Daytona 500 Rennen und mit solchen Fahrzeugen möchten wir iRacing starten bei den Couchmasters. Wir fahren 4 Ovalkurse und 4 normale Rennstrecken. Also auch das gibt es hier bei uns. Oder wenn es irgendwas da ist, was es noch nicht gibt, dann meldet euch und ihr könnt auch Serienmanager werden. Wie zum Beispiel nebenher auch noch den Porsche Cup, den wir laufen haben, GT3, dann GT4, GT3 Mixed Series, PlayStation, da müssen wir jetzt nochmal warten. Also es wird wirklich ziemlich viel. Ja, Yoshimitsu musste weit gehen, Ronny Schreier vorbeigegangen, aber jetzt sind sie beide hier wieder am Kämpfen. Und ich sehe, hier müsste sich eine schöne Dreiergruppe zusammenschließen. Genau, Christian Löbert auf Platz 6, der hat nämlich einen Verfolger, Sebo Nummer 46 und TNR Ronin klebt dem Sebo Nummer 46 am Heck. Und das ist genau das, was ich schon gesagt habe. Ronin scheint mir hier durch ordentlich das Feld nach vorne zu fügen. Der will's wissen. Ja, ist ja auch wirklich schön. Und ambitionierte Fahrer sind bei uns genauso willkommen, wie auch Leute mit viel Management-Erfahrung oder auch eben ganz neu interessierte Mitgliederinnen und Mitglieder. Demnach finde ich schön, Ronin hier, dass der so Gas gibt und mal sagen will, hey Leute, ich bin da vielleicht nicht so ganz immer vorne mit dabei, aber ich kann auch anders. Aktuell bringt also, er das hier. Also was er heute zeigt, muss ich sagen. Ja, ein paar Excellence. Guck mal, jetzt greift er an. Jetzt ist er am Sebo Nummer 46 dran. Also Sebo jetzt keine Chance, jetzt schert er aus. Und Ronin, wenn alles gut läuft, müsste dann damit auf Platz 7 vorbeikommen. Also jetzt beide nebeneinander. Das deutsche Duell, deutscher Hersteller, BMW, Mercedes. Jetzt auf der langen Gerade, wäre ich später auf der Bremse. Die nächste Kurve ist nach rechts, wenn ich das weiß. Also müsste quasi im Vorteil der Ronin sein. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ah, und da ist er schon vorbei. Mehr Leistung, das heißt, das hat er gemacht. Platz 7 für Ronin. Das nächste Opfer wird dann sein Christian Löbert, wenn der Ronin so weitermacht. Kann ich mir noch gut vorstellen. Es sind zwar nur noch 7 Minuten 20 Sekunden zu fahren, aber wenn der Ronin so weiterfährt, dann glaube ich, da ist der Christian Löbert auch noch völlig zu mit der ein oder anderen Attacke, sei sie erfolgreich oder nicht. Aber man sieht es, der kommt mit großen Schritten, 1,174 Sekunden Rückstand nur noch auf Christian Löbert. Jetzt kann aber natürlich der Christian Löbert auch nochmal in den Rückspiegel gucken und sagen, nein, gut, komm, ich gebe jetzt auch nochmal ein bisschen Gas. In der Box waren sie schon alle drin. Sind wir mal gespannt, aber Ronin hat da, glaube ich, mit seinem Mercedes eine richtig, richtig gute Wahl getroffen. Ja, aber ich würde sagen, es gibt so Tage, da läuft es einfach. Das ist heute so ein Tag von Ronin, es läuft.
Beziehungsweise es rollt in, es rollt in diesem Sinne. Es rollt schnell. Der Sir setzt sich auch ein bisschen ab hinter ihm. X12R13, gerade mal 0,867 Sekunden Rückstand. Und dann haben wir hier noch ein schönes Duell, wie schon die ganze Zeit. Von den zwei alten Hasen, Yoshimitsu. Ja. Ja gut, ich sag mal, für die kann es jetzt nicht so, also ist nicht so nachteilig jetzt, ne? Jetzt beide nebeneinander, guck mal, die schenken sich nichts, da drückt er den Ronny, er hat nicht rausgedrückt, aber schickt ihn da auf die weite Bahn, da muss der Ronny Schreier ein bisschen zurückstecken und der Yoshimitsu geht vorbei. Also ist jetzt für die kein Nachteil, wenn die da hinten rumfahren, weil sie werden gleich im GT3-Rennen ja ein bisschen vorne fahren. Also ich hatte ja auch einen Disconnect, sonst könnte man sagen, hey... Ja, wer weiß, was passiert ist, aber ich hatte ja auch einen Disconnect. Also sieht man ja, weiß man ja, dass da alles in Ordnung ist. Ich möchte denen ja auch nichts unterstellen. Das sind absolut faire Sportsleute. War jetzt nur von mir ein bisschen rumgealbert. Aber die fahren gleich vom Rennen, also ja, von Platz 3 und 4 los, wenn sie so ankommen. Aktuell, ja, ist absolut richtig. Tim Steinbrecher konnte sich jetzt schon auf 12 Sekunden Vorsprung herausfahren. Ist verrückter Kerl, ähnlich wie gestern. Der reißt da ein Feuerwerk nach dem anderen ab. Ich bin gespannt, und es dürfen wir alle sein, was da in der GT3-Klasse noch abgebrannt wird. Ich bin mal gespannt, ob er Ferrari fährt später in GT3. Ich würde es fast sagen, dass er sein Ferrari fährt. Ja, sein Ferrari. So, dann. Ja, so eigentlich, jetzt müssen wir auch mal gucken, weil da ist er auch dran. Marcel Möller müsste das richtig sein, der Maliato. Jawohl, Marcel Möller. Kommt auch aus dem Norden. Aus Hamburg. Hallo Schlomo. Und P206 Freak, hi, schön, dass ihr da seid. Und Schlomo weiß ich eigentlich auch, dass er fährt. Ja, die Betonung liegt auf noch. Ja. Ah, der Manuel Rinn ist auch hier. Moin, Servus moin. Manuel, moin moin. Jetzt hatten wir es gerade vom Norden, hier von Marcel Möller im Bild. Auf Platz 12 ist vorbeigegangen. An Angelo Ramazzot. Ne, ist schon vorbei. So, jetzt. Die drei, meine Freunde. Hier, Christian Löbert im Audi vorneweg. Ja, und in der Mitte haben wir den Ronin, der hier, ja, ich das Gefühl hatte, er ist vorhin aufgefallen, sich ordentlich durchs Feld gearbeitet hat. Ja, hier Christian Löbert mit der Startnummer 27 im Audi und hinten dran haben wir den Ronin, der hier nochmal sich versucht, kurz vorm Ende Christian Löbert zu frühstücken. Frühstücken. Zum Abendessen. Ja, er zu Abendessen. Frühstück wäre jetzt schon ein bisschen spät, aber wer weiß, der ein oder andere lange Schläfer. Studenten. Na, der alte Gag. Gegen die armen Studenten. Oh, jetzt fahren sie beide weit raus und beide weit neben der Strecke. Der Christian Löbert und auch der Ronin gewesen. Da haben sie jetzt beide den Schwung mitgenommen. Guck mal, jetzt ist er dran. Ronin ist jetzt... Oh, nee, da muss er weit fahren. Sebo 46, also wird sich da nochmal gleich dranhängen. Ah, schade, schade, schade. Hat er den Platz wieder verloren. Es sind noch ganze 3 Minuten 14. Jetzt kommt auch mal der Konter von Ronin, der versucht jetzt hier an Sebo nochmal vorbeizukommen. Jetzt da, oh, jetzt ist er natürlich ein bisschen Ärger, wahrscheinlich in sich, ärgert sich ein bisschen selbst und möchte natürlich jetzt auch da vorbeikommen. Jetzt wird wahrscheinlich die Gangart von Ronny ein bisschen stärker werden. Wir bleiben mal noch hier an der, bei den beiden, die sind momentan nah, nah dran, außer mal wieder hier unser Yoshimitsu und Ronny Schreier. Die haben auch noch nicht aufgegeben. Die kämpfen auch schon die ganze Zeit miteinander. Ja. Ja. Die werden auch schweißtreiben in ihren Simulx sitzen. Oh ja, also ich glaube, er wird heute sowieso von vielen, vielen Fahrern hier das ein oder andere Tröpfchen Schweiß vergossen werden. Aber das letzte Tröpfchen ist noch nicht geflossen. Wir haben noch 40 Minuten GT3-Action im Anschluss. Also da ist definitiv noch alles offen. Die interessanten Duelle, die wir jetzt gerade gesehen haben bis hierher und auch noch sehen werden, die letzten Minuten, werden sich unter Umständen sogar wiederholen.
Ja, nur mit größeren Autos, beziehungsweise das heißt was größeren Autos in der GT3. Aktuell seht ihr GT4-Klasse. Wir sind im Finale der PlayStation All-Stars und nach diesem GT4-Rennen müssen in umgekehrter Reihenfolge die Fahrer ins GT3-Rennen starten. Also gleiche Fahrer, nur im größeren Auto und umgedreht. Der Erste wird der Letzte sein und der Letzte wird der Erste sein. Also sind wir auch mal absolut gespannt, was dabei rauskommt. So, Ronin, bleibt jetzt mal dran. Das ist jetzt ein sehr spannendes Duell. Wir bleiben noch kurz hier bei den beiden, bei Sebo und Ronin. Ronin hatte eigentlich hier schon Platz 6 in Augenweite, hat sich aber ein bisschen verbremst. Jetzt ist er nebendran. Die nächste ist aber wieder nach rechts. Da müsste der Sebo den Vorteil haben, genau. Also Ronin möchte nicht aufgeben. Der möchte auf jeden Fall zumindest mal, kann ich mir vorstellen, nochmal am Sebo vorbeikommen. Das schon mal. Ich tippe nämlich nebenher schon mal mit für die aktuelle Tabelle. Genau. Da gibt es dann natürlich auch sobald hier die letzten Runden. Nein! Sind. Der Dreher, Sebo Nummer 46, dreht sich weg. Aber Ronin hat ihn, glaube ich, angestoßen und wartet. Das ist mal wieder ein Beispiel. Ein Beispiel der Fairness der Couchmasters. Das hatten wir gestern und wir haben es heute. Ronin scheint Sebo berührt zu haben, die haben sich gedreht. Ronin hat gewartet, dass Sebo wieder dran vorbeifahren kann. Also fairer geht's doch nicht. Es ist doch absolut definitiv super. Also Leute, Unfälle passieren, es gibt Rempler, natürlich ist Jack Hausinger jetzt bei der Musik dran. Aber ja. So, die letzten Meter, Kurven für den Tim Steinbrecher. Da kommt er ins Bild, zack, der schwarze BMW, da flitzt er durch. Also noch ein paar Meter hat er zu fahren und dann gewinnt er das erste Rennen des Finallaufs hier bei den Couchmasters PlayStation All-Stars in Paul Ricard. Ja, Paul Ricard, liebevoll genannt der Parkplatz. Ja, weil eigentlich nur Asphalt außen. So, wir bleiben noch. Also, es ist jetzt eine spannende Gruppe. Also, Romy ist jetzt wieder dran. Er probiert es jetzt natürlich nochmal am Sebo vorbeizukommen. Hey! Danke, Vanessa. Und jetzt, Ronin greift an. Sebo macht sich frei, die nächste ist aber nach rechts. Da hat er jetzt momentan die bessere Linie gewählt. Es war gar nicht so verkehrt, was er gemacht hat. Aber Jack Hausinger ist auch schon dran. Also schau nochmal hier, kurz vor Schluss, ein schönes Dreierpack, das hier auf dem Ziel fährt. Ronin müsste jetzt innen vorbeigegangen sein. Hoffentlich kommt die nächste Kameraumstellung. Oh, aufpassen. Sebo außen, da steckt er zurück. Schön durchgesteckt. Also Ronin hat sich den Platz zurückgeholt. Der Sir ist jetzt auf einmal auch bei der Musik dabei. Und da scheint es wohl die Berührung gegeben zu haben. Ah, jawohl. Der Sir und Sebo haben sich nicht gesehen. Sehr, sehr schade. Ah, das tut mir leid. Das war Eifer des Gefechts. Also das hat bestimmt keiner gerne mit Absicht gemacht. Auch da hat der Sir einfach, ja, da war er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, Tim Steinbrecher, herzlichen Glückwunsch. François Pochetto, herzlichen Glückwunsch für Platz 2. Roland Hoffmann, der kommt als Dritter durchs Ziel. Beide aus Österreich. Till Ackermann kommt auch hier auf Platz 4 herein. Daniel, der kommt hier, Chicken Power. Und auf Platz 5 auch ein super gutes Ergebnis gefahren. Christian Löbert noch auf 6 ist er da reingekommen. Dann Ronin auf Platz 7. Da wäre eigentlich Platz 6 noch drin gewesen. Da hatte der Christian richtig Glück. Platz 8 ist Jack Hausinger auch sehr gut gefahren. 9 ist X12R13. Die Top 10 trotz Dreher kann, wenn es knapp geht, nochmal Sebo Nummer 46 beenden. Ist natürlich sehr schade. Desseur hat auch langsam gemacht. Kommt auf Platz 11 rein. Marcel Möller auf 12. Yoshimitsu müsste auf 13 reinkommen. Also auch hier Desseur nochmal gewartet, dass Sebo vorbeifahren kann. Also fairer geht es ja gar nicht mehr. Also Yoshimitsu hier auf den letzten Metern. Dann kommt er auf Platz 13 rein. Hinter ihm Ronny Schreier hier im Bild. Also die beiden müssen hier noch über die Ziellinie fahren. Dann ist es da vorbei. Also wenn mal einer dem anderen ins Heck fährt und der sich dreht, beobachte ich immer wieder bei den Couchmasters, dass der hinten reingefahren ist, langsam macht, anhält und den anderen wieder vorbeilässt. Also fairer kann es gar nicht zugehen und das liebe ich zu sehen, einfach wie hier fair miteinander umgegangen wird. Also Glückwunsch an die platzierten 13, da haut er in die Mauer rein, Yoshimitsu, aber das war jetzt ein Fehler der PlayStation. Dann haben wir 14, Ronny Schreier. Oh, sieht natürlich jetzt spektakulär aus. Ich kann nicht mehr umschalten, da war er wahrscheinlich nicht mehr am Lenkrad. Auf Platz 15 Angelo Ramazzot und auf Platz 16 der Bernd Altmeppen. Der wird natürlich jetzt von Startplatz 1 ins Rennen gehen. Ja, wir machen nochmal kurz hier
den Wechsel. Ihr habt so lange Zeit, nochmal vorbeizuschauen bei uns in den ganzen Social Media Kanälen. Wenn ihr uns da schon abonniert habt, dann sagt euren Freunden, hey, da gibt es ein paar Jungs und Mädels, die machen was ziemlich Cooles im Motorsport. Schaltet da mal hin oder geht den Kanal, abonniert das, da werdet ihr informiert, da könnt ihr die auch ein bisschen helfen. Genauso könnt ihr das in Facebook machen, da gibt es nämlich eine eigene Seite und auch eine Gruppe, wo ihr rein könnt. Könnt ihr euch austauschen. Discord könnt ihr auch dazukommen. Und wenn ihr überhaupt wissen wollt, was ihr habt und wo die Links dazu gibt, macht es ganz einfach www.couchmasters.de. Dort findet ihr alle Links für alles, was wir anbieten. Auch dort gibt es weiter nochmal auf www.sas-motorblog.de gibt es einen Online-Shop. Dort könnt ihr euch auch mit den coolsten Couchmaster-Sachen ausstatten. Die Vanessa hat es ja schon gemacht, wie ihr mitbekommen habt. Aber auch da könnt ihr zuschlagen. Heute werden wir ein T-Shirt verlosen. Das braucht ihr dann natürlich logischerweise nicht bestellen. Das wird auch in Edel-Anfertigung von Finn erstellt. Also das können wir dann vielleicht auch schön individualisieren. Auf jeden Fall schaut doch da vorbei. Die Zeit könnt ihr nutzen, während wir hier jetzt schon mal schön alles vorbereiten für das nächste Rennen der GT3. Ja, Phil, du hast was dazu zu sagen noch? Ja, zum Gewinnspiel. Und zwar die Frage aller Fragen. Es ist jetzt eine Schätzfrage. Mhm. Und zwar, wir fahren heute mehrere Rennklassen. Somit ist meine Frage an euch aus dem Jahre 2013. Wie viel in Deutschland registrierte Rennserien gab es im Jahr 2013? Ja. Ich wiederhole sie nochmal, die Frage, damit es auch jeder wirklich versteht. Nachfrage kann auch gerne nochmal gestellt werden. Ich wiederhole sie immer wieder gerne. Wie viel angemeldete bzw. eingetragene Rennserien gab es im Jahr 2013 in Deutschland? Also ihr habt es gehört. Ist mehr eine Schätzfrage. Wie viele angemeldete Rennserien gab es in Deutschland im Jahr 2013? Wer näher dran liegt, gewinnt so ein T-Shirt. Das dürft ihr euch dann aussuchen. Vielleicht können wir es auch individualisieren. Geht es, Phil? Kann man da einen Namen drauf machen? Können wir noch einen Namen drauf machen? Ja, natürlich. Also wir können auch gerne den Gewinnernamen mit drauf machen. Natürlich ist auch die Größe, passen wir uns natürlich komplett an. Denn ich persönlich würde niemals in ein XS-T-Shirt reinpassen. Sagt es nicht? So schlank bin ich jetzt auch nicht mehr. Wow, danke! P206-Freak, danke dir! Yay! Also, coole Unterstützung, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, es ist schwer zu googeln, aber Phil hat eben die richtige Frage gestellt. Wie viele Rennserien gab es 2013 in Deutschland angemeldet? Alle, ja? Genau. Ja, da, der erste Tipp kommt schon. Eine ganze Menge. Naja, eine Zahl musst du schon schreiben, Frank. Ein bisschen eine Zahl musst du schreiben. Also, haut's mal raus, sagt Bescheid. Das ist eher heute ein spontanes Gewinnspiel. Und von daher bin ich mir sicher, auch beim Thema Gewinnspiel möchte ich nochmal kurz hinweisen. Wir fahren auch bald mit dem Thema iRacing bei Couchmasters an. Und zwar der Badische Motorsportclub Hockenheim wird an den Start gehen mit Nesca-Serie. Wir werden 4 Rennen auf Oval fahren und 4 Rennen auf einer normalen Rundstrecke, da der BMC Hockenheim ja dort am Hockenheim-Ring ist, wird eine Rennstrecke logischerweise am Hockenheim-Ring sein. Der Jörg Bensemann ist der Präsident des BMC, in dem ich ja auch selbst Mitglied bin. Er hat uns gesagt, auch die Fahrerinnen und Fahrer können sich dort auch auf Preise freuen. Ich denke auch die Zuschauer, das ein oder andere, wird dort möglich sein zu gewinnen. Oh. Wir warten. Jawohl, danke, Timmy. Tim Steinbrecher hat ein Abo verschenkt. Danke. Super, danke. Also Tim hat da hier ein Abo verschenkt. Vielen Dank. Genau, also wie gesagt, der BMC, wir haben da schon drüber gesprochen, es wird die ein oder anderen Preise geben, definitiv. Wir werden 8 Rennen fahren, in einem Monat einem Rennen mit Livestream, mit allem drum und dran. Und die werden, wie gesagt, mit einer eigenen Rennserie am Start sein und unterstützen auch weiter die Couchmasters hier nochmal. Auch der BMC ist auch im Social Media vertreten. Und von daher vielen Dank nochmal an den BMC Hockenheim. So,
jetzt muss ich gerade mal schauen. Die 11 zählt nicht. Genau. Also die, ja, so, der Phil ist am Rechnen. Ihr seht unseren Startbildschirm. Da müssen wir gleich mal drüber schauen, dass wir da wieder reinkommen. Ja, also, was glaubt ihr? Ich sehe schon, ein paar schreiben mal. Machen wir am Ende ein Interview. Eigentlich hatten wir das immer geplant, aber die Fahrer hauen schon ab. Also wenn die Fahrer Bock hätten... Wenn die Fahrer Bock haben, dürfen sie natürlich gerne dazukommen. Und genau, dann machen wir dann auch nochmal ein Interview mit den Fahrern, die da sind. Oh, die Chrissy hat geschrieben. Nur Deutschland, der Schlomo. Nur Deutschland, okay, würde ich 8 sagen. Also wir geben mal einen Tipp, oder? Einen Tipp. Einen Tipp geben wir definitiv. Es ist im dreistelligen Bereich. Genau. So viel würde ich sagen. Genau. Es ist deutlich mehr als das, was ihr bisher angegeben habt. Also bleibt nochmal dran. Jetzt könnt ihr nochmal alle das machen. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank, Tim. Interview schreibt Lil Ice Tea, schreibt nochmal, ob wir auch Interviews machen. Haben wir in der Regel immer gemacht. Würde ich auch gerne machen. Jetzt ist es aber technisch ein bisschen schwierig, weil wir den Phil heute hier im Extrabild haben. Wenn, müsste es so sein, Phil, kannst du die hier in den Kanal mit reinholen bei uns? Du könntest sie einladen, ne? Ja, natürlich, wenn sie... Wenn sie feststehen. Erstmal müssen wir noch abwarten, wer es ist. Genau, wenn sie feststehen, dann später können wir sie gerne mit reinholen. Je nachdem, wie viele noch da sind, auch Lust haben, kann man mal schauen. Dass auch gerne noch andere Fahrer. Also es müssen nicht die ersten, nur die anderen drei, die ersten drei Fahrer sein. Es kann jeder Fahrer, der noch Lust hat, im Rennen danach ins Interview kommen. Der Phil lädt sie dann ein. Ihr müsst ihn dann wieder anschreiben. Das ist momentan technisch noch nicht anders möglich. Also, sorry, wenn ich das jetzt auch noch aufhalte. Oder ich müsste sie auch. Aber wenn ich jetzt rübergehe, dann verschwindest du. Dann sehen die Leute, was ich auf dem Rechner, auf dem zweiten Monitor mache. Ach, das ist, ja, um Gottes Willen. Green light, give it all again. Irgendwie sind noch keine am Rennen dabei. Kann das sein? Doch, jetzt. Jetzt sehen wir das freie Training. Genau, wir sehen noch das letzte freie Training. Und zwar geht es jetzt darum, die Fahrer haben die Fahrzeuge gewechselt. Jetzt hier nochmal die kurze Möglichkeit, die letzten Reifendrücke einzustellen. Die Eindrücke von den Reifen zusammen. Die Eindrücke von den Reifendrücken zusammen. Und die letzten Anpassungen zu starten, definitiv. Und wir sind gespannt. Ah, guck mal, Tim schreibt auch noch, hat gestern Daytona geguckt, habe ich auch gemacht. Wir sind recht lange gefahren. Wir müssten normalerweise, müssen wir ja mal echt so ein Public Viewing machen, uns bei irgendeinem Treffen und das nächste Rennen Daytona schauen. Couchmasters Treffen Daytona 500 anschauen. Also wir haben es ja schon mal angeschnitten, wir würden gerne ein Couchmasters Treffen machen im Rahmen bei einer Veranstaltung am Hockenheimring. Da könnten wir uns treffen, das wäre eine coole Möglichkeit. Vielleicht haben wir da eine Möglichkeit auch irgendwie unterzukommen. Und würden die Veranstaltung besuchen, abends ein bisschen grillen, dort vielleicht mit einem Schlafsack im Sommer dann auf dem Feldbett irgendwo überdacht zu schlafen. Ist vielleicht eine ganz coole Sache. Wenn ihr da Bock habt, dann schreibt doch mal in Discord. Ich sag's ein paar Mal, es sind nicht nur Fahrer und Orga-Team willkommen, sondern auch nur Fans. Ja? Und auch die Familie dazu müssen wir nur irgendwann mal angehen und planen. Dazu gibt es aber auch ein paar News mehr in Discord. Oder wenn wir da weiter ran sind an der Planung, dann auch für die Fans in Facebook. Deswegen lohnt es sich immer mal wieder da reinzuschauen. Oder auch in einem Stream, so wie heute, unverhofft, verlosen wir ein T-Shirt. Ich warte ja schon die ganze Zeit, dass man da nicht aufkloppt, vom Löbi Senior. Der fehlt mir heute ein bisschen, aber dem schicken wir einfach eins noch zu. Genau, also ihr könnt mitmachen. Es gibt jetzt nochmal die Möglichkeit. Der Phil hat eine Frage gestellt. Wie viele angemeldete Rennen gab es 2013 in Deutschland? Wir haben einen Tipp dazu geschenkt für euch, der war umsonst. Es war im dreistelligen Bereich. Haut die Zahlen nochmal raus. Wer nämlich jetzt am nächsten dran ist, der... Also ich kann schon mal sagen, es geht eng zu und wir sollten uns allgemein mal eine Stichfrage überlegen. Mhm. Ja, wobei... der Abstand gleich ist. Jetzt kommt natürlich das Gerechner. Nein. Falls es einfach zu einem Stechen kommen sollte, dass dann die zwei also oder drei oder vier sogar dann einfach oder wir hauen ja, dann in dem Fall ein, wenn jetzt... Oh, Iceman ist auch am Start. Hi, guck, da kommt er wieder. Ja. Also oder wir hauen dann einfach zwei raus.
Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es läuft. Wir schauen mal. Macht mal mit, ratet mal. Genau. Jetzt gucken wir mal. Aber ich sehe, das sind 2, 3, 4, 5. Ja, können wir ja nicht sagen. Weil dann geben wir ja schon Tipps ab. Ja, genau deswegen. Dann schauen wir einfach mal, was das Ergebnis dann sagt. Ich würde noch bis zum Ende des freien Trainings, sprich 2 Minuten 45, warten und dann die Auflösung zu starten. Bis dahin. Also, doch, man kann aber sagen, ihr seid, also wenn man es jetzt im Verhältnis sieht, ihr seid alle nicht so weit weg. Nee, verdammt nah dran, wollte also, ich auch gerade sagen. Es ist zwar schon eine Zahl, aber sie sind alle nicht so weit weg. Selbst Maiko jetzt mit dem letzten. Also klar. Das ist also alles so in Schlagdistanz. Das ist, also, Na guck mal, Vanessa, 2013 habe ich gar keine Ahnung. Da saß ich immer nur bei meinen Eltern im Wohnzimmer wegen F1. Ich würde jetzt nicht fragen, aber ich kenne das ja auch. Da war ich auch immer. Da war schon meine aktive Zeit vorbei, 2013. Als ich selber noch Rennen gefahren bin damals, noch vom Bananenkrieg. Aber ich war ja damals eigentlich auf Motorrad unterwegs. Also ich bin ja eigentlich auf 2 Räder. Aber ich kann mich für jede Art von Motorsport begeistern und natürlich, Herr Kung Lee 2013, ich sag's euch. Was ein Jahr. Ja, Kung Lee, du darfst natürlich auch mitmachen. Ja. Hau eine Zahl raus. Ja. Hau eine Schätzfrage. Wir haben die Schätzfragen gestellt. Ich wiederhole sie gerne nochmal. Und zwar im Jahre 2013. Wie viel in Deutschland registrierte Rennserien gab es? Oh, Kung Lee, da haben wir uns kennengelernt 2013. Das stimmt. Ich glaube, ja, 2013 haben wir uns kennengelernt. Ja, danach bei mir ging alles den Bach runter. Ja, guck, wo ich jetzt bin. Das können auch nur. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Stream sagen darf. Kung Lee, ihr kennt ihn ja alle, Marc, der mit mir die Streams macht. Auch Raw Hunter, der uns hier mit unterstützt und technisch, der die tollen Grafiken macht mit den Rädchen und uns hier unterstützt. Also alles, was hier so im Chat mit passiert, hat er ziemlich viel gemacht. Und also auch hier vielen Dank mal an Kung Lee, an den Marc. Ich kenne ihn natürlich tatsächlich seit 2013 und mit einer meiner engsten Buddies. Ja. Eigentlich habe ich ihn nur noch. Und den Phil jetzt. Der ist neu dazugekommen. Nein, also Spaß beiseite, den Marc, den kenne ich schon lange und da ist wirklich, ja. Ja, wann haben wir Jahrestag, Marc? Das müsste doch. Oh. Wann haben wir Jahrestag? Da, guck mal, Vanessa schreibt, 2013 war ich 12, da ging noch alles erstmal den Bach runter. Ach was, fängt jetzt erst alles an. Da war ich ja, 13. Ja, früher, das müsste jetzt so sein. Also, glaube ich, Marc und ich, also Kumpelin, müssen jetzt bald Jahrestag haben. Oi. So, Chris, der große Moment kommt. 1,55, 701. Till Ackermann hier im Ferrari haut er da die Zeit raus. Aber es nützt ja nichts, weil wir müssen ja verkehrt rumstarten. Ganz genau. Und zwar jetzt in der Wartezeit aktuell lösen wir unser Gewinnspiel auf. Ja, warte. Warte, das lösen wir noch nicht auf. Dann machen die alle aus und gehen nach Hause. Wir sehen, unsere Zuschauer gehen rapide in den Keller. Die haben nur eingeschaltet wegen dem T-Shirt. Ja, dabei, das wusste ja keiner. Oh! Der Kung Lee macht auch mit. Hat der gegoogelt? Ich sag's jetzt einfach mal, als würde es wissen. Oh Mann, ist es lustig. Okay, also, wir sehen hier momentan, wenn ihr eingeschaltet habt, die PlayStation All-Stars, also die Fahrerinnen und Fahrer hier unterwegs auf Konsole. Wir bieten aber auch natürlich noch Motorsport auf PC an. In Konsole teilen wir uns das einmal, das ganze Thema in dem Porsche Cup und hier in der GT3 Serie. Allerdings haben wir jetzt wegen dem großen Update, das morgen kommt, ein großes Update und wir wissen dann nicht mehr, ob die PlayStation 4 und PlayStation 5 Fahrer zusammen fahren können. Deswegen haben wir eine verkürzte Season und die nennt sich PlayStation All-Star. Das waren 4 Ausscheidungsrennen und heute ist das große Finale. Das heißt, die Fahrer, die ihr seht, das sind die, die ins Finale gekommen sind. Die mussten gerade ein Rennen absolvieren in der GT4-Klasse und haben jetzt gewechselt in die GT3-Fahrzeuge. Jetzt starten die aber mit Grid Reverse, das heißt eben verkehrt rum. Der vorhin das Rennen in der GT4 gewonnen hat als erster, der muss jetzt als letzter starten. Und der letzte wurde da von der Pole Position gestartet.
Wir werden es gleich sehen. Es verspricht ein spannendes Rennen zu werden, weil es sind eigentlich alles Fahrer, die es können. Wir haben auch wieder Gott sei Dank mal ein paar Fahrer dabei, die schon lange nicht mehr dabei waren. Denen fehlt natürlich ein bisschen die Übung. Aber, ja. Aber Kumbi, ich habe absolut keine Ahnung. Aber wie er es immer raushaut, ne? Das ist ja, du musst einfach dabei bleiben, Marc, um einfach das so zu verkaufen, als hättest du es gewusst. Ist, weißt du noch die Lösung? Ich weiß es, glaube ich, noch. Ich schreibe sie dir, warte mal kurz, in... ja, genau, damit wir uns abstimmen können. Aber noch nichts sagen, Nein. Ich schreibe dir die Lösung, ich weiß es, ich glaube, das müsste gewesen sein, ne? Sag mal ja oder das. Ah, oh, guck. Alter Latz. Ja. Du musst nochmal hochscrollen kurz. Nichts verraten. Ich habe mir schon die Notizen gemacht. Es verspricht auf jeden Fall, es wird interessant werden. Ist ja krass. Ich scroll nochmal hoch. Ist ja krass. Also, Respekt. Natürlich weiß derjenige es nicht, aber ich weiß es. Genau. So ist es, wie der Marc sagt, absolutes Erfolgsgeheimnis. Erstmal sagen, man kann es, und danach schauen, wie es geht. Genau. Ja. Das wäre auch mal richtig klasse. Der Marc, treuer Zuschauer, der macht so viel an Grafiken etc. für uns. Ja, muss man genau, oder beziehungsweise... Wir haben ja mit dir allgemein schon den Deal laufen, dass du in einen Rig steigst, in einen Playseat, in einen Rennsessel. Der Marc, genau, ja. Und, nein, du. Und da der Marc ja sowieso so ein gefleischter Couchmasters-Fanat ist, ob wir den da nicht mit einfach ins Boot holen. Und wir dann, ich... Nein, Marc, der Chris macht das sowieso, aber einfach auch mit dir dann zusammen, dass du ebenfalls auch diesen Spaß haben darfst. Das ist einfach auch mal anbieten in diesem Sinne. Da brauchen wir einen Rick, und wenn das noch länger so dauert, dann habe ich bald ein eigenes. Nein, wir müssen natürlich noch was finden. Nee, er verwechselt dich nicht, er wollte einfach, dass du auch mal fahren musst. Genau. Wieso fahren wir jetzt nochmal eine Qualifikation? Bin ich jetzt falsch? Ich bin jetzt, auch wenn es jetzt so ein bisschen wirkt, das hätten wir gerade irgendwie... Nein, also es ist ja leider so, dass die Server nicht voreingestellt werden können auf der PlayStation wie im PC-Bereich. Da gab es, so wie ich es mitbekommen habe, seitens der Rennleitung und der Sportleitung eine Absprache mit den Fahrern, wie das Ganze vonstatten zu gehen hat. Demnach, so genau wurde mir das vorhin jetzt auch nicht erklärt, seitens der Leitung des Leitenden. Aber ich kann mir da vorstellen, dass jeder eine vorgegebene Zeit bekommt, die zu fahren hat. Und in diesem Fenster das dann alles stattfinden muss. Demnach, ja, es ist auf der Konsole immer etwas mit mehr Aufwand verbunden, einfach auch so Reverse-Grids zu erstellen oder auch mit Boxenstopps und Teamfahren und Fahrerwechsel. Ist immer eine ganz, ganz heikle Sache, also da bin ich wirklich froh, den Tim Steinbrecher zu haben, der das organisiert hat. Der ist da ein richtiges Käpsele, möchte ich mal sagen. Genau, das kommt hin. Also jetzt können noch mal ein paar mitmachen. Ihr habt gesagt, dreistellig. Wie viele Veranstaltungen gab es 2013? Egal, ob wir da 12 waren oder schon weit über 20 oder noch älter. Schätzt einfach mal. Also eingetragene Rennserie. Genau. Also eingetragen, sagen wir beim DMSB, ist die oberste Behörde, die gemeldeten Rennserien. DMSB, eingetragene Rennserie 2013. Und das Schöne ist wirklich, ja, wieso weil wir gerade, das halt so rausgesucht haben, Mensch. Das ist einfach nur genau die Frage, weil ich persönlich kenne die Lösung und habe die Frage direkt in Chris weitergeleitet. Ich fand die Lösung deshalb oder beziehungsweise die Frage auch so interessant für so ein kleines Gewinnspiel. Sie ist nicht einfach googelbar. Es kommen überall andere Zahlen hervor, aber es gibt eine richtige Zahl, die wurde auch argumentiert und bekannt gegeben.
Dazu gehört es natürlich auch bei verschiedenen Sportbehörden anzurufen, nachzufragen, hey Leute, wie viel habt ihr da, wie viel waren da, wie viel von denen etc. Es ist ein größerer Aufwand gewesen und die Frage wurde beantwortet von einem Sportstudenten im Rennsportbereich. Und ich möchte gar nicht so viel so weit ausschweifen, sonst rutscht sie mir vielleicht noch aus der Lösung. Deswegen ja, seid einfach gespannt. Wobei, wir können es ja schon sagen, oder nicht? Aber wir zögern es noch ein bisschen raus. Ich richte mich da ganz nach dir, definitiv. Also, es ist halt einfach krass. Es ist schon krass. Ja. Da gab es halt schon Leute, da kann man sagen, als hätten sie es gewusst. Aber sie können es nicht gewusst haben. Also, sie haben ja gesagt, dass sie es nicht gewusst haben. Sonst hätten sie gesagt, hey, es ist einfach, ich weiß es. Also, nochmal kurz, bevor die Auflösung kommt. Wir fahren heute PlayStation All-Stars. Die Couchmasters vertreten auf Konsole, auf PlayStation. Wir sind auch gerne offen für andere. Wow! Vanessa. Hat ein Abo verschenkt. Danke. Richtig feine Sache. Vanessa, vielen, vielen Dank. Danke. Richtig genial von dir und vor allen Dingen auch schön, dass du immer so fleißig dabei bist, auch im Chat hier. Genau. Natürlich, dem Männlein zuzuschauen, ist natürlich auch immer hochinteressant. Ja. Können wir ihn mal einblenden, kann man mal sagen. Da ist er, der Daniel. Zack. Fährt er durchs Bild mit seinem schwarz-grünen. Ja, guck mal, ich dachte, sowas gehört zum Allgemeinwissen. Naja, gehört es ja auch, wir wissen es doch auch, oder Frank? Phil und ich wissen es. Also die Lösung ist nicht... Achtung, du darfst sie sagen, aber ich baue es noch vor. Okay, aber wir bauen noch vor, wir sagen es noch nicht, oder? Also, du Chef? Ja, komm, du weißt, was ich geschrieben habe. Also, jetzt Leute, guck mal, ist Pflicht, sagt sie. Guck mal, dafür ist auch schön im Bild. Dein Mann hier. Die Startnummer 167, der Daniel, der hat nämlich das letzte Rennen in Brands Hatch, also das Ausscheidungsrennen, gewonnen. Da ist er auch ein super Rennen gefahren, hier sehen wir ihn im Bild. Und es war ein richtig gutes Rennen, hat er gut die Kräfte eingeteilt, alles gut gemacht, ist super schön gefahren. Und es war Valentinstag und da hat die Vanessa auch auf ihn verzichtet, dass er Rennen fahren darf. Die haben es nachgeholt. Habt ihr es zwischenzeitlich nachgeholt? Guck mal, der Bernd Allmann, jetzt fährt er nach 1.58.827. Ja, kaum ist er im GT3 ein bisschen geübt, ich wüsste doch, nützt ihm jetzt zwar nichts, weil wir ja mit dem US Grid starten, aber ja. Okay, aber vielleicht interessiert es auch gar niemanden, was die Lösung ist, oder? Will jemand überhaupt das T-Shirt? Weiß ich nicht. Also ich glaube, das wird eine richtig schöne Überraschung. Also, ja, möchte das jemand haben? Ja, einen Tag später. Okay, habe es nachgeholt. T-Shirt. Ja, Marc, wir haben uns heute ganz spontan entschlossen. Ganz spontan, weil wir heute, ich nicht so einen erfüllten Tag hatte, habe ich gedacht, dafür schenke ich heute Glück und habe mir ganz spontan gedacht, dass wir jetzt einfach ein T-Shirt verschenken. Heute für die, die hier sind. Wir wollten kein großes Ding draus machen. Wir haben deswegen die Schätzfrage gestellt. Und ja, wenn du ein T-Shirt haben willst, Doris Hockenheim schreibt, hallo. Also, sie wollen das T-Shirt und wollen die Auflösung. Ja, soll man sie preisgeben? Wenn die Qualifikation zu Ende ist. In 48 Sekunden, dann ist die Qualifikation zu Ende. Guck mal, der Bernd Altmann, jetzt hat er einen Fahrer der alten Schule. Ich benutze die Zeit jetzt nochmal, um es nochmal rauszuzögern und euch zu erzählen, wie die ersten Stunden der Couchmasters aussahen. Und zwar war es so, Couchmasters, wir zocken von zu Hause im Wohnzimmer, von der Couch. Du hast dein Gamepad, so wie das hier aussieht bei der PlayStation, ich mach's mal ab. So habt ihr es und sitzt auf der Couch und fährst mit Project Cars eine schnelle Runde auf einer Rennstrecke, die wir vorgegeben haben. Zum Beispiel Hockenheim und haben gesagt, fahr auf Hockenheim mit diesem Auto und mach einen Screenshot von deiner schnellsten Zeit. Und dann sende diesen Screenshot ein und du hast 3-4 Tage Zeit. Haben dann nur noch so ein paar Bedingungen gemacht. Und das haben dann quasi die Fahrer gemacht. Und da war der Tim einer der allerersten, der dabei war. Der Christian Löbert war dabei. Also sie sind dann auf der Rennstrecke mit dem Auto gefahren, das vorgeschrieben war. Haben einen Screenshot von der Zeit gemacht mit dem Auto. Es war dann alles vorgeschrieben, wie das aussehen muss. Haben das eingesendet. Und dann haben wir da halt die Gewinnerpreise gekriegt. Irgendwann hat es nochmal ganz angefangen mit einem kleinen Stream. Da saß ich mit so einem Bluetooth-Headset und einem PlayStation-Drücker vorne dran und haben die ersten Rennen übertragen. Mittlerweile sind wir groß, haben mehrere hundert Teilnehmer. Die großen Sportverbände interessieren sich für die Arbeit, die wir machen. Also so hat es damals alles angefangen. Und wenn du dann die ersten Rennen hast, so wie Bernd Altmann, dann müsst ihr mir einfach nachsehen, wenn ich den vielleicht jetzt öfter erwähne oder so. Aber es sind Leute, die waren von Anfang an dabei. Genauso wie der Christian Löbert, der Tim Steinbrecher, die... Das
bindet einfach ein bisschen und das ist einfach so. Und wenn du aber halt auch siehst, dass jetzt andere Fahrer, die alle wie sie hier sind, ja, der Jack Hausinger, der Sir, Marcel Möller, Yoshimitsu, Ronny Schreier, Angelo Ramazzot, Till Aggermann, Roland Hoffmann, François Buschetto, der Daniel jetzt öfter dabei ist. Und da wächst man so als Familie zusammen und das finde ich ziemlich cool. Und deswegen habe ich mich heute entschlossen, einfach euch ein bisschen Glück zu schenken. Und ja, jetzt sagt nämlich der Phil die Lösung. Es gibt einen Kandidat. Ich muss dich korrigieren, es gibt zwei. Ja gut, okay, es gibt zwei, weil die ultra nah dran sind, als hätten sie es gewusst. Genau, aber ich weiß, dass sie es nicht gewusst haben. Also die eine Person weiß ich, dass es definitiv nicht gewusst hat. Und zwar, es sind exakte 126 Rennen, die 2013 registriert waren, beziehungsweise Rennveranstaltungen. Somit haben wir zwei Gewinner. Und zwar haben wir einmal den Daniel Schmähn mit seiner geschätzten Anzahl von 127 und die Chrissy mit der geschätzten Zahl von 125. Wow, CH1, Daniel, danke. Wer hat ein Abo? Du bist der Beste. Danke. Kann also? Man das? Ja, danke. Da kann sich wahrscheinlich auch mal einfach meine Frau freuen, dass sie heute auch ein Abo bekommen hat. Also seht, es ist alles eine Familie. Ich finde es total geil. Glückwunsch, Daniel Schmähn und Chrissy. Ihr wart am nächsten dran. Sehr cool. Ihr kriegt schon mal ein T-Shirt, wenn jetzt einer ganz traurig ist. Dann muss er Bescheid sagen. Also, jetzt geht's gleich los. Ich muss mal umschalten. Ja, also auf jeden Fall auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir die Gewinner natürlich notiert. Sie dürfen sich entweder über Discord, sind wir ja beide vertreten, bei uns melden. Besser gesagt bei dir, weil du managst das ja. Entschuldigung, wie sehen du? Du hast es gerade verpasst. Ja, genau, er hat es gerade verpasst. Also, warum wir jetzt so lachen ist, wir haben am Anfang, der Löbi Senior, der gerade da ist, ist auch ein ganz treuer Zuschauer, der immer ganz oft dabei ist und unsere Streams auch immer bereichert. Und wir haben ja schon ganz oft ganz viel Gewinnspiele gemacht, die wir ganz willkürlich verlost haben, sogar mit Technik, mit allem drum und dran. Und Löbi Senior hat meistens abgegriffen. Und deswegen ist immer so ein Running Gag, wenn was mit Gewinnspiel ist, taucht er auf. So, jetzt für alle viel Spaß. So, ich bin auch wieder entwirrt. Mein Kabel hat sich gerade etwas verknotet, deswegen war ich gerade mal ein bisschen unter dem Schreibtisch. Ja, ich habe ja die Lösung gefunden. Du hast die Lösung gefunden? Mit meinem Störenfried, ihr habt den ab und zu vielleicht mal gehört. Aber er hat jetzt einen Stuhl bekommen direkt neben mir. Da liegt er immer drauf. Ah, und dann ist okay. Ruhe. Hauptsache in Sichtweite bin ich. Ich will nur das Rennen schauen. Naja, sagt er immer, man gewinnt. Nee, alles ja, klar. Ja, genau. Nee, also klar, es ist nur, wie gesagt, ein Running Gag. Es ist auch schön, dass er immer da ist. Ich habe ja eben gesagt, Löbi Senior, wie es ja schon so heißt, Löbi, Christian Löbert, der Vater vom Christian Löbert, genauso wie meine Mutter zuguckt. Manchmal guckt auch meine Schwiegereltern, die gucken auch noch zu, der Alfred und die Martina. Ich weiß nicht, ob die heute am Start sind, geschrieben haben sie noch nichts. Von daher, ich finde es immer ganz cool. Meine Frau guckt für gewöhnlich auch zu, ist aber beruflich gerade verhindert, aber ansonsten auch immer am Start. Und ich finde es halt eben immer ganz toll, dass man da die Unterstützung hat, als Rennfahrer im Simracing auch, wenn die ganze Familie da hinten dran ist oder was man macht, dass sie da eben schauen. Also, ist jeder willkommen. Und jetzt geht's Rennen los. Gleich 2 Minuten 18 nochmal die Einstellmöglichkeiten. Das Finale. Du bist ja nebenher am Rechnen, Phil, und schaust, wer am Ende quasi dann die Nase vorne hat und das Rennen gewinnt. Heute genau kein da. Hyperdrain. Ja, du warst nämlich der Vorantreiber für Hyperdrain. Dann müssen wir ja noch hier. Kann ich das auch? So, die erste Nachricht über Discord habe ich schon erhalten. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. Da kann es jemand schon gar nicht fassen. Ich finde es aber wirklich schön. Es freut mich auch im Prinzip. Ja, auch zu meiner Seite. Ich bin noch nicht allzu lange bei den Couchmasters dabei. Es dürfte jetzt ein halbes Jahr sein. Habe mich da einfach so ein bisschen versucht mit einzubringen. Der Chris hat mich dann direkt unter seine Fittiche genommen. Gesagt, okay, du hier machen. Mach mal.
Nein, Spaß beiseite, ich habe mich natürlich auch angeboten. Mir persönlich macht das Kommentieren sehr viel Spaß. Und demnach bin ich froh, mit dem Chris da zusammen die Rennen streamen zu dürfen. Danke. Vor allen Dingen auch jetzt mit dem Hintergrund, hier live dabei zu sein. So eine tolle Community hier zu haben im Live-Chat hier auf Twitch. Egal, ob es gerade die Übertragung ist von der Konsole oder vom PC. Freut mich immer wieder. Ich bin immer wieder etwas nervös. Immer wieder etwas aufgeregt vor einem Stream, weil es ist jedes Mal was Besonderes und es ist nie das Gleiche. Definitiv nicht. Definitiv nicht, genau. Und wie wir auch sehen hier, nebenher wird sich duelliert. Die Rennpunkte. Auch sehr schönes Spielchen untereinander. 30 Seconds. So, ich muss mal hier noch einen Chat beantworten. 20 Seconds. So, die letzten Sekunden laufen. Genau, also die Rennpunkte werden wir auch nochmal drauf eingehen, da haben wir uns auch was überlegt. Also das ist quasi so die hauseigene Couchmaster-Währung. Damit könnt ihr später auch bei Gewinnspielen, also wir werden dann auch in den nächsten Saisons wieder ein bisschen mehr einsteigen in Gewinnspiele, größere Preise für euch haben, auch Tickets kaufen. Die Rennpunkte sammelt ihr auch einfach, indem ihr ein bisschen aktiver werdet bei uns in der Community. Das ist ja auch wichtig, das ist für uns auch wichtig, da brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Wenn ihr aktiver seid, hilft es auch unserem Kanal. Deswegen stellt Fragen, schreibt einfach rein. Auch wenn ihr nur fragt, nach was Katze geht, ist es auf jeden Fall ganz toll. So, Doris, genau, ja. Vielen Dank dir, Doris. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Natürlich immer wieder aufs Neue. Und wie wir jetzt zu sehen, die Fahrer fahren gerade die Einführungsrunde, wärmen wieder die Bremsen auf, die Reifen bringen sie auf Temperatur. Jetzt in den GT3-Fahrzeugen, sprich hier werden wir eine höhere Endgeschwindigkeit sehen. Hier werden wir bestimmt auch das ein oder andere etwas waghalsigere Manöver sehen. Was aber nicht heißt, dass die Fahrer sich hier jetzt abschießen oder gegenseitig rausschmeißen werden, sondern mehr Geschwindigkeit, mehr Taktik, mehr Strategie. Trotz des festen Boxenfensters von 5 Minuten. Und auf deine Frage zurückzukommen, Chris, ja, der Tim fährt seinen Ferrari. Ja, die Frage, wer beantwortet, der Tim, das ist halt einfach sein Auto. Ja, der Ferrari 488, zweiter, oder ist das? GT3 Evo. Evo, okay. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Ja, ich auch. Wir sind nur Moderatoren, wir haben wenig Ahnung. Wir haben hier ja auch zum Beispiel das Winnek am Start, der ja auch selbst Fahrer ist im PC-Bereich. Also, genau, also gibt, da. Ich glaube, bei Moderatoren ist immer so ein bisschen wie bei Good Cop, Bad Cop. Ja, es gibt einen, der Bösen spielt, und bei Moderatoren gibt es einen, der Ahnung hat. Einer, der keine Ahnung hat. Also, so ich weiß nicht, wen du meinst, wer wir sind. Keine Ahnung, als ob ich eine Ahnung habe. Naja, wir geben uns die Mühe, wir bilden uns immer weiter für euch da draußen, dass wir auch wissen. Ich meine, Phil, du bist ja auch schon lange jetzt, oder beziehungsweise auch im Motorsportclub unterwegs in Sandhausen, gell? Oh, Vanessa! Dankeschön! Jetzt geht's ab. Ja, also wir sind ja auch, ich selbst bin ja selber früher Rennen gefahren und auch heute hauptberuflich im Motorsport unterwegs. Also ein bisschen Wissen versuche ich euch da hin und wieder schon mal zu vermitteln. Ich weiß auch nicht immer alles, aber da schäme ich mich auch nicht zu sagen, das weiß ich nicht. Aber zusammen können wir es rausfinden. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Genau. Ja, jetzt, also es wird heiß. Couchmasters Finale, PlayStation All-Stars geht los gleich auf der Rennstrecke Paul Ricard. Und ja, da bin ich jetzt gespannt. Wir fahren nämlich mit dem Grid Reverse, das heißt, der erste aus dem vorigen Rennen aus dem GT4 startet vom letzten Platz, das ist der Tim. Und der letzte startet von Platz 1, das ist der Bernd Altmeppen. Aber der hat eben gerade im Training super Zeiten rausgehauen. Da wäre er eigentlich jetzt mit dem GT3-Auto echt weit vorne. Also ist er jetzt auch, aber wir werden mal sehen. Das bedeutet jetzt halt, dass die schnellen Fahrer sich von hinten
durcharbeiten müssen. Sowas hat man auch im realen Motorsport schon mal probiert, ein paar Mal gemacht. Superbike, Motorrad hat man das auch schon gemacht. Also ist es halt natürlich auch ein bisschen interessanter. So, jetzt geht es natürlich in die Einführungsrunde. Die Temperatur der Reifen, Bremsen muss jetzt stimmen, weil natürlich alle Fahrzeuge um die erste Kurve fahren. Und am liebsten würde jeder als erstes durch die Kurve fahren. Und da muss das Fahrzeug schon auf Betriebstemperatur sein. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen selbstständig hier diese Formation halten. Also die wird nicht vom Computer oder von Konsole vorgegeben. Das heißt, sie müssen hier selbst die Startposition einnehmen. Man hat sogenannten rollenden Start. Das heißt nicht stehen. Jetzt geht es auf die Start- und Zielgerade. Jetzt müssen wir gleich wieder warten, bis wir umschalten können. Dann müssten wir oben rechts, beziehungsweise wenn die Kamera umschaltet, oben links, ist aber verdeckt vom Startturm. So, jetzt müsste man gleich oben links hinten eine grüne Flagge sehen und dann startet das Rennen. Jetzt, also Rennen ist gestartet, PlayStation All-Stars, das Finale, GT3 geht jetzt hier los. Bernd Altmetten fährt vorneweg, Angelo Ramazzotti und wen haben wir denn da schon dabei? Yoshimitsu, Conny Schreier, die ja beide vorhin ausgeflogen sind durch ein Disconnect, haben natürlich jetzt den kleinen Vorteil, dass sie wieder mitgefahren sind, aber recht weit vorne fahren können. Hinten sehe ich, müssen die ein oder anderen Fahrer ein bisschen weg. So, jetzt kommt leider das Schlimme, was mir auch immer ein bisschen Bauchweh macht. Wir müssen hier im Menü durchschalten, es ist leider so. Wir schauen mal ein bisschen nach hinten. Da, schöner Pulk. Jetzt Daniel zieht innen vorbei. Sebo ist außen, jetzt im Bentley unterwegs. Natürlich jetzt alles andere Fahrzeuge, andere Farbe. Ist für uns, für den Film natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger, hier durchzuschauen, wie es jetzt passiert. Also, hier sieht man jetzt, das komplette Feld geht durch. X12 R13 kommt auch ganz gut weg auf Platz 6. Hinter ihm fährt schon Dessert und Sebo Nummer 46. Da gibt es die Lichthupe, völlig legitimes Mittel. Haben wir ja auch schon gelernt mal. Hier, schau mal. Alle schön noch beieinander. Jetzt die lange Gerade. Windschattenduelle. Hier wird sich angesaugt. Kameraeinstellung ist ein bisschen doof. Können wir jetzt so nichts machen hier auf Konsole. Aber wie gesagt, Konsole auch ein wichtiges Thema. Das wollen wir nicht verlieren. Das wollen wir weiter anbieten. Es ist halt einfach der gute, kostengünstige Einstieg in die ganze Materie Simracing. Und dafür stehen wir auch. Dynamit oh, und ist da, muss, da ja, musste wo? Tim ein bisschen weit gehen. Da hat er sich gerade noch abbremsen können, um eine Kollision zu verhindern. War auf Platz 12, ist jetzt zurückgefallen, versucht sich aber jetzt wieder vorzukämpfen. Ich bin gerade im hinteren Fahrerfeld aktuell unterwegs gewesen. Hier auf jeden Fall richtig, richtig enge Duelle. Oh, und vorne dran. Da staubt schon ordentlich. Da staubt schon richtig, richtig ordentlich. Wer das wohl ist? Oh, das Sir ist außerhalb. Sehen Sie es nicht? Ja. Bin gerade klar. Ja, der Sir und Yoshimitsu, die sind außerhalb. Der Sir ist an die Box gefahren, um zu reparieren. Yoshimitsu aktuell noch stehend. Marcel Möller jetzt auf Platz 5. Und hinter ihm der Daniel Chicken Power. Da bedankt sich nämlich auch nochmal Dynamit für das Abo von der Hühnermutti. Ist nämlich ziemlich lustig. Dynamit hat nämlich Hühnchen zu Hause, Hühner zu sehen. So, auf jeden Fall. Ich sag nur, was ein verrückter Tim. Aktueller auf P9, aber genauso Chip Power. Gestartet ist der Chip Power Daniel von 1, 2, 3, 4, 5. Platz 11 müsste er gestartet sein. Hat ja sich jetzt somit schon schön vorgefahren. Ronny kann die. Ronny kann die Pace gut mithalten mit Bernd Altmann hier. Schön vorne an der Spitze ein enges Duell. Ronny in seinem Lexus, dafür ist er auch bekannt. War immer schon so ein Anwärter für den Lexus. Gerade hier auf Paul Ricard, doch, definitiv. Ist das so ein bisschen eine Geheimwaffe? In den Kurven, ja, etwas, na, ich sag mal, schwieriger. Aber der Lexus hat viel Topspeed. Ja. Lohnt sich hier natürlich wegen der langen Geraden.
Genau. Also Bernd Altmaier auf Platz 1 hier mit dem Ferrari 488, da fährt er die Startnummer 24. Muss ich jetzt behaupten, Ronny Schreier hängt ihm nämlich im Heck mit gerade mal 0,554 Sekunden Rückstand. Also hier wird es dann auch gleich eng. Also er bereitet sich ihn nach vor, lässt er ihn jetzt auch schon mal schön vorbei. Nee, ja doch, da hat er Platz gemacht, da weiß er, das macht jetzt da keinen Sinn. Also hier ging es dann einfach auch nochmal vorbei. So, also hier Positionswechsel, Ronny Schreier übernimmt hier die Führung. X12 R13 auf Platz 3. Wir sind ja gestartet mit Reverse Quit. Das heißt, der erste aus dem letzten Rennen musste von hinten starten. Also wir müssen ein bisschen abwarten, wie sich das hier alles nochmal ändert, um dann einfach hier auch ein bisschen mehr zu sehen, was passiert. Vor allen Dingen, es wird sich definitiv viel ändern. Da die schnellsten im Prinzip jetzt von den letzten Plätzen aus gestartet sind. Also ist es auch eine Steilvorlage für mehr Action, mehr Überholungsmanöver und auch engere Fights. Somit finde ich diesen Lauf als Finale doch richtig, richtig klug gewählt. Also da hat sich der Schöpfer der Rennserie hier bei den Couchmasters richtig viel Gedanken gemacht, auch die Zeitpunkte richtig gelegt, denn das böse Update kommt leider schon morgen. Ja, nennen wir ihn ruhig mal beim Namen, es ist der Tim Steinbrecher, der mit mir zusammen und auch mit dem Martin hier quasi mehr oder weniger die Couchmasters auch gegründet haben, als sie auch gekommen sind aus dem ehemaligen Verband, wo wir gearbeitet haben, haben das auch mit aufgezogen und er baut auch hier die sportliche Leitung, die komplette Hoheit, er übernimmt es da auch alles. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Wir haben sehr, sehr viele Aufgaben. Wir haben es ja auch schon mal als News ins Discord geschrieben. Also wer da dabei ist, der kann das mal gerne lesen. Ist auch ganz interessant, weil wir uns auch einfach jetzt neu strukturieren müssen bei den Couchmasters. Es ist einfach so, weil wir immer größer werden. Gott sei Dank, dank euch. Also fettes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns da so unterstützt und uns auch hier mit kleinen Tipps, mit ein bisschen Trinkgeld auch unter die Arme greift, dass wir noch mehr Racing zeigen können. X12 R13. Kannst du doch ruhig fragen. Frag sie ruhig. Ja, also. Dynamit, ich hatte da etwas mitgekriegt. Ein Hühnchen hat mir gegaggert, dass du doch eigentlich lernen solltest für gewisse Aktionen, aber freut mich natürlich auch wirklich sehr, dich hier auch im Stream dabei zu haben. Natürlich immer wieder eine gelungene Abwechslung. Schön, dass du da bist, denn eine Lernpause muss auch mal sein. Ganz wichtig. Und man kann sich gleichzeitig mit dem lieben Kollegen ein bisschen battlen. Also auch richtig schön ausgenutzt, diese kurze Pause. Man hört sogar die Nachrichten, wenn du mich anschreibst. So. Dieser Tim aktuell schon auf Platz 7 vorgefahren. Jetzt an François dran. Verfolgt allerdings von Till Aggermann. Alles eine sehr, sehr knappe Kiste. Warum bin ich denn gemein? Ist doch eine gelungene Abwechslung. Nein. Zurück zum Thema. Hier. Richtig enge Kiste zwischen Frostwar, Tim Steinbrecher und Till Aggermann. Ein richtig, richtig enges Duell gerade. Mal sehen, wie das ausgeht. Auf jeden Fall faire Rennaction hier gerade zu sehen. Ja, Tim schiebt sich einfach mal vom letzten Platz mal schön nach vorne. Das ist schon in der Mitte, Platz 7. Ja, und hier, das ist natürlich auch spannend, hier geht es nämlich jetzt um Platz 3. Sebo Nummer 46 muss sich verteidigen gegen Daniel Chickenpower, der fährt nämlich jetzt richtig nah ran und hat da auch schon Fühlung aufgenommen. Also, der weiß, ich will hier gleich vorbei. Hier sehen wir die beiden. Sebo Nummer 46 mit der 11, hier im Bentley vorne dran und der Ferrari, der Schwarze, der gehört Daniel Chickenpower. Der fährt jetzt in den Windschatten ran, fährt auf die richtige Seite. Nee. Die nächste ist rechts. Die
Die nächste ist eine Rechtskurve. Genau, dann hat eigentlich, aber er hat mehr Power, er geht vorbei, oder? Ja. Also ich sehe es gerade, ist ein bisschen verdeckt gewesen. Chicken Power ist vorbeigegangen, der Daniel, der mit sozusagen aktuell auf dem Podium. Er würde quasi hier fahren auf den dritten Platz. Was auch sehr überraschend ist, was heißt überraschend? Wir haben ja ein bisschen auch schon gesehen, dass der Bernd Altmeppen ja viel später dazugekommen ist als das letzte Rennen und dieses Rennen mitgefahren. Ihm fehlt also viel Übung, aber ich weiß, dass es ein guter Fahrer ist und er hält sich auch ziemlich lange hier vorne auf Platz 2. Und das muss man auch immer mal lobend erwähnen. Er ist jetzt eine Zeit lang nicht mitgefahren, hat also einen Trainingsnachteil zu allen anderen Fahrern und hält sich halt eben dort momentan noch auf Platz 2. Sehr gut. Wir sehen aber schon, dass der Daniel hinten in großen Schritten immer näher kommt. Ja, und zwar nicht nur der Daniel. Sebo lässt natürlich auch nicht locker. Und wo es auch richtig, richtig heiß hergeht, ist es immer noch bei Frosmann. Der steht nämlich den so ein bisschen dran. Auch noch unter einer Sekunde, also ein kleiner Fahrfehler kann schon den Positionswechsel bedeuten. Somit hier wirklich noch alles offen. Und ich kann euch sagen, das Rennen wird aktuell in jetzt den letzten Minuten entschieden. Ja, jetzt ist er vorbei. Daniel ist vorbeigegangen an Bernd Altmeppen. Da freut sich die Vanessa jetzt wahrscheinlich zu Hause. Die steht bestimmt schon mit beiden Beinen auf dem Sofa und jubelt. Ja gut, ob auf dem Sofa, auf der Couch oder auf dem Bürostuhl. Was ist eigentlich ein Sofa? Ja, eine Couch. Mir soll es im Hals stecken bleiben, wenn ich nochmal Sofa sage. Das heißt Couch. Ja, ganz genau. Genauso wie das böse Wort, wir spielen. Genau, das Spiel, die Simulation, ihr seid alles Simulanten. Nee, das ist natürlich so schon wichtig. Klar, die einen sagen immer, man spielt. Guck mal, woher ich das weiß. Ich kann es mir einfach vorstellen. Ja, doch, also das liegt mir eigentlich auch ganz nah. Ich kann es mir auch richtig gut vorstellen, so wenn die Frau oder die Eltern irgendwie mitfiebern, dass es da doch schon zu den einen oder anderen Handlungen kommt. Aber ist ja auch wirklich schön, das Mitfiebern, das ist einfach richtig klasse. Oh oh, ich lese gerade, also ich will mal Yoshimitsu vorlesen, da kann ich verstehen, da hätte ich auch eine Krawatte. Du freust dich die ganze Woche auf das Finale und fliegst im ersten Rennen vom Server auf P2. Im zweiten Rennen bist du in der ersten Runde aus dem Nichts abgeschossen. Was mit? Trotzdem schönen Abend an allen. Tut mir wirklich leid, Yoshimitsu. Ich weiß, dass Yoshimitsu auch echt oft ganz blöd Pech hat. Ich weiß nicht warum. Ja. Er hat ganz oft Pech. Es tut mir wirklich leid. Er geht jetzt wahrscheinlich auch nach Hause oder raus, weil er gefrustet ist. Also, ja, vielleicht haben wir ein Trostpflaster für den Yoshimitsu. Wenn er will, wir schreiben ihm mal an, kriegt dann Trostpflaster. Vielleicht können wir ihm ein kleines Fanpaket schicken, weil das ist echt ein bisschen ärgerlich. Ja, Frank Slow, sei einfach schlauer, leg dich nicht mit Chicken Power an. Ja, so kann man sagen. Sei schlauer und leg dich nicht mit Chicken Power an. Oh, wo kommt das her? Das wollen wir natürlich nicht mehr. So, bei mir wäre es, glaube ich, auch so. Ich würde, glaube ich, bei mir auch meine Frau fahren lassen. Ich glaube, es wäre erfolgreich. Meinst du wirklich? Ja, die ist super gut. Also, ich würde auch. Also ich sag dir ganz ehrlich, es gibt ehrlich ein paar Sachen, das würde ich meine Frau nicht machen lassen, weil ich da definitiv abstimmen würde. Was ich auf jeden Fall schon mal gemacht habe. Ja, okay, gut. Ich selbst war mal Sportschütze und habe sie dann mal mit auf ein Ostereierschießen mitgenommen. Das war dann auch sehr interessant, wenn man dann mit 7-8 Paletten an Ostereiern dann nach Hause kommt, wird man erstmal gefragt, bist du noch eigentlich ganz sauber? Aber zurückzukommen zum eigentlichen Thema, wir schweifen gerade ab. Wir sind hier im großen Finale der PlayStation All-Stars. Sehen hier schon Tim, der sich auf den vierten Platz vorgekämpft hat und aktuell schon ans Podium ankommt. Press hinter Sebo Nummer 46.
sagt der natürlich auch, ich bin da, macht mal die Rechnung nicht ordentlich fertig. Guck mal, wie schön, ist leider untergegangen. Ich weiß nie, ob du das hörst, wenn wir einen neuen Follow haben oder ein Abo verschenkt. Und Vanessa hat dem Yoshimitsu ein Abo geschenkt, weil er eh so geknickt war. Ich würde sagen, dann schreiben wir dem Yoshi auch nochmal ein kleines Fanpaket, was wir ihm schicken. Er hat wirklich viel Pech, Leute. Das war in letzter Zeit ist immer mal, dass er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und wenn er sich da so drauf freut, ich glaube, dann weiß, dass machen. Du da ein paar schöne Sachen da hast. Da kann man ja sicherlich ein schönes kleines Fanpaket zusammenstellen. Da wird er sich bestimmt drüber freuen. Und auch die Vanessa hat da definitiv für ein bisschen Trost gesorgt. Also auch ein richtig, richtig feiner Zug. Ich glaube, der Vanessa und dem Daniel müssen wir mal ein paar Couchmasters-Sticker noch schicken. Ja. Die sind sehr aktiv. Ja, also das machen wir gerne. Chicken Power, da geht es natürlich ab. Dynamit schreibt auch, Chicken Power ist immer gut. Ne? Die hat ja selber auch Hühner zu Hause. Also von daher, da haben sich welche gefunden. Ja. Ja, also mit dem Yoshimitsu, das tut mir wirklich leid. Das ist ärgerlich, kann man verstehen. Hat keiner bestimmt mit Absicht gemacht. Ja. Tim Steinbrecher. Oh. Und die Durchfahrtsstrafe für Sebo Nummer 46. Das wird wohl das Track-Limit gewesen sein. Wir hatten es vorhin noch drüber. Als hätte ich es gerade gesagt. Und ein Wunsch kommt rein vom Daniel Schmehn. Ist X12 R13. Ich habe es gemacht, bevor ich es gelesen habe. Ist unglaublich. Ach, der Daniel hat Telepathie. Und auf jeden Fall sehr, sehr schade für Sebo. Die Track Limits haben zugeschlagen. Ja. Aber mal schöne Grüße an deine Töchter, unbekannterweise. Schön, dass ihr auch zuschaut. Und ist wahrscheinlich eine schöne Farbe, das Auto, ne? Ja, definitiv. Bestimmt hatten da, glaube ich, auch die Töchter ein Wörtchen mitzureden mit der Lackierung. Also, nee, ich glaube, die wollen, glaube ich, das nur sehen. Ich weiß nicht, ob damit oder was mit X12 oder 13 zu tun hat. Ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass es ein richtig schönes Auto ist für seine Töchter. Ja, gut, von der Farbgebung definitiv. Also, ich finde das auch cool. Also, es ist definitiv eine coole Lackierung. Weiß finde ich immer gut. Das kommt zu mir dazu. Auch pink oder lila. Ja. Das hat ja 1A geklappt, genau, wollte ich auch sagen. Ich schalte um und er sagt es. Aber da ist natürlich spannend, weil die sind jetzt zusammen. Vorne fährt François Rochetto auf Platz 7. Und warum ist jetzt, er müsste dran vorbeigegangen sein. Ne? Was denn wäre denn wo denn? Ich bin jetzt hier ein bisschen verwirrt, weil François ist vor X12 und 13. Aber der wird angegriffen. Also hier, François. Da muss ich warten, bis ich mein Tableau wieder aktualisiert hat. Genau. Da kommt genau. Zack. Oswar ist vor X12 und 13 aktuell 0,203 Sekunden. Also auch wieder Haaresbreite. Auch sehr enger Kampf ist von Roden und Platz 9. Und Maleato ist auch mit Jack Hausinger. Richtig, richtig enge Duelle hier zu sehen. Und das Boxenfenster hat sich geöffnet. Oh, jetzt kommt die heiße Phase. Mal schauen, wer... Oh, hast du das gesehen? Der François ganz ist da innen reingestochen. Beim Till Aggermann ist er einfach rein, wie wenn er... Null Respekt. Also schon, also ihr wisst, was ich meine. Null Respekt, also einfach reingestochen. Mäßig. Einfach rein. Bomb. Divebomb reingetaucht und hat's durchziehen können. Ich komm, so, ja. Tim. Jetzt hat er Bernd gleich. Tim ist an der Boxengasse vorbei. Mal sehen, ob das helfen kann, dass er jetzt noch wartet. Tim ist ja auch immer bekannt dafür, für so die ein oder anderen Spielchen. Aber auch Ronny Schreier ist vorbeigefahren. François Rochetto fährt jetzt auch vorbei an Bernd Altmann. Also er hier jetzt dann quasi aktuell auf 3. Natürlich muss er auch nochmal in die Box. Aber guck mal, wie viele jetzt schon in die Box gegangen sind. Daniel Chickenpower, Till Aggermann, X12 R13, Ronin, Roland Hoffmann, Christian Löbert, Jack Hausinger und Angelo Ramazan. Die sind jetzt alle mal an die Box. Ja. Die Hälfte vom Fahrerfeld. Ja. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie weit sich die Spitze im Vorfahren konnte und was es gebracht hat. Denn Boxenfenster heißt, es
Ja, innerhalb von dieser vorgegebenen Zeit, in unserem Fall 5 Minuten, müssen alle Fahrer an der Box sein. Aber auch hier natürlich ein bisschen Spiel für das ein oder andere Spielchen bleibt immer. Hast du jetzt doch geguckt, weil du Spielchen gesagt hast, gell? Ja, Spiel und Spielchen. Kann ich sagen. Ja, Spielchen gibt's ja. Ja, doch die ein oder anderen Spielchen, so ein bisschen. Die Strategen unter uns werden wissen, was ich meine. Aber sind wir mal gespannt, ob Tim jetzt noch rein, jetzt schon reinfährt oder rein. Nochmal. Nein, der Tim bleibt draußen. Der Fuchs, Achtung. Tim übernimmt jetzt die Führung. Vom letzten Platz gestartet. Ja. Gut, ein Fahrer ist schon mal rausgefallen, aber vom letzten Platz gestartet, ist jetzt an Führung, ist draußen geblieben, während alle anderen in die Box gehen. Jetzt muss er Gas geben, jetzt wirklich halt mal, das ist so ein bisschen das Schade, was wir bei Konsole nicht haben. Ja, mal die Zwischenzeiten interessieren, ob er da zulegen würde. Das wäre jetzt, das können wir leider nicht sehen, ob die Zwischenzeiten jetzt vom Tim Steinbrecher hier, unserem Sportdirektor der Couchmasters, ob die jetzt steigen, ob er jetzt ein bisschen will, dass man Gas gibt und es nach vorne geht. Das würde mich jetzt mal echt brennend interessieren. So, wir waren, hatten vorhin Yoshimitsu gehabt, leider schweren Herzens. Jetzt, Achtung, auch meine Frau ist ja mit dabei. Zu deinem Fanpaket kommt von uns, von der CP Design Schmiede und Schönberg Clothing. Wir legen zu diesem Erheiterungspaket ein kleines Kissen mit bei. Wow, danke schön. Heute sind wir aber echt spontan, mega cool. Aber ja, sag mir noch Bescheid, wir legen auch noch die Stickers dazu und alles andere, bevor wir das rausschicken. Ja, das machen wir dann. Andere Zeug. Oh, Durchfahrtsstrafe für Ronin, das ist absolut schade. Schade. Das sind dann eben, jetzt kommt es drauf an, diese Track Limits. Wenn ja, die weiße Linie überfahren wird. Und Tim muss jetzt in die Box. Es sind noch 1 Minute 15 Boxenfenster offen. Da muss ich noch ein Schluck Wasser nehmen, das halte ich nicht aus. Das ist wieder, ich habe ein Déjà-vu wie von gestern mit der Boxenstrategie von Philipp Adler. Jetzt geht er rein. Jetzt geht er rein. Die kurze Boxeneinfahrt ist hier auch eine richtig, richtig große Besonderheit. So, jetzt warten wir mal ab. Das heißt, eigentlich wäre ja sein nächster Konkurrent, weil jetzt François Bochetto müssten rein, Sebo, wäre eigentlich der Ronny oder der Daniel Chickenpower. Ja, Daniel und Ronny sind die nächsten Konkurrenten jetzt hier. Wo sind die jetzt? Oh, das könnte eng werden. Wenn er schnell rauskommt, bleibt er in Führung. Aber Daniel auch auf Platz 2, richtig gut. Ja, also sind wir mal gespannt, wie das dann hier ausgeht, ob da was geht. Sebo jetzt auch an der Box. Tim steht noch, oder? Ja, der steht noch. Steht noch. Hier ist die direkte Konkurrent quasi. Daniel Chickenpower. Jetzt aktuell gerade auf Platz 4, aber vor allem noch 3, die an die Box müssen. So, jetzt ist er auf Start und Ziel. Was ist mit Tim? Der steht noch. Nee, oder Daniel ist noch. Jetzt fährt er an ihm vorbei. Tim fährt raus. Ja, aber es reicht nicht. Also übernimmt er die Führung. Daniel Chickenpower übernimmt vorerst die Führung, beziehungsweise, der ist noch hinten. Nein. Ach Gott, der ist eine ganze Runde zurück. Du warst ein paar Kurven zu früh. Der Tim übernimmt die Führung ganz klamm, heimlich, vor François und Sebo Nummer 46, wobei François... Nee, abwarten. Ich sag's doch. Warte mal. Chickenpower hat die Führung. Wie ich sage. Was ist denn da jetzt los? Wie ich gesagt habe. Chickenpower übernimmt die. Daniel übernimmt. Hab ich gesehen. Gut, dass ich auch mal was richtig gemacht habe. Aber das ist das. Wird die Vanessa wahrscheinlich gerade hoffentlich so nicht zu hoch springen. Bitte nicht durch die Decke. Wir haben hier kein Qualifikationsrennen. Wir haben hier also die Besten von 4 Rennen starten heute im Finale. Also es sind die Besten.
dort jetzt auch in Führung zu fahren, also selbst wenn der Tim und der Ronny Schreier noch kommen, es ist eine fantastische Leistung. Also hier Platz 1, jetzt wirklich konzentriert bleiben, Daniel. Bleibt fokussiert, lass dich nicht ablenken von unserem Geschwätz. Ich hoffe, hoffentlich hört er nicht zu. Hoffentlich hört er nicht zu. Vanessa, lass ihn in Ruhe, lass ihn konzentriert bleiben. Ich gönn's ja jedem. Also genauso im Team, im Ronny, im François, im Till, im Roland, im Bernd, im Chris, X12R13, Marcel Möller, Sebo, Angelo Ramazzot, Chet Hausinger, Ronin und der Sir sollen am besten alle gewinnen. Aber es geht halt nicht. Und von daher, ja, schon eine spannende Sache. Er ist ja jetzt noch nicht so lange bei uns, bei den Couchmasters, und setzt hier gleich mal eine Duftmarke, weil so ein Ronny Schreier, Tim Steinbrecher hinter sich zu lassen, das ist eine Aussage. Ja, das ist ein richtiges Statement, weil, ja, die sind echt eigentlich normalerweise nicht zu unterschätzen hier. So ja. Ein Ronny Schreier und ein Tim Steinbrecher, weil ja. Der Tim Steinbrecher macht ja normalerweise... unser Fahrlehrer, unser Rennschullehrer, und, wie und ich ihn halt. Direktor, als, kann man auch sagen. So und Sportdirektor. Und Sportdirektor der Kampfmasse, so nenne ich ihn gerne. Und also da gehört definitiv ein kühler Kopf, eine schöne Strategie und vor allen Dingen auch viel Können dahinter. Schauen wir mal, es sind jetzt aber auch noch 14 Minuten 50 zu fahren und der Tim ist auch ein Ketzeler. Der weiß halt auch, wie es geht, weil er sich da noch anfahren kann. Also ich würde mal sagen, also wenn Daniel vorne bleibt, also ich denke schon, dass die drei es ein Punktum ausmachen. Jetzt Christian Löber, der fährt sich langsam mit 12R13 dran. Ja, hier auch. Unter einer Sekunde. Dann haben wir Marcel Möller muss aufpassen, weil Sebo 46, also der Sebo kommt hinten schon mal angefahren. Der hängt jetzt Marcel Möller richtig im Heck. Marcel Möller vorne im hellblauen Porsche. Schauen wir nochmal die beiden an, da kommen sie. Marcel Müller, die Stadtnummer Möller 800. So, jetzt sind wir mal gespannt, jetzt den Windschatten ansaugen. Jetzt sind gerade mal 0, jawohl. Aber jetzt die nächste Kurve ist nach rechts. Wer behält die Nase vorne? Marcel Möller oder Sebo? Aber es sieht so aus, jawohl. Nein, beide noch nebeneinander. Ist noch nicht genug der Pops. Jetzt doch. Also vorbei, Sebo geht da vorbei. Jo, dann. Das ist wieder Spannung pur. Also ich fasse es selber nicht. Selbst Tim jetzt nur noch anderthalb Sekunden hinter Ronny Schreier. Der also Sir, da. Hi. Ja, der Sir auch. Servus, hi hier. Herzlich willkommen. Hat du warst oder schreibt nur rein? Ja, entweder schreibt er nur rein oder hat abgestellt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es mir angezeigt, dass er noch nicht in der Box war. Ja, aber zwei Runden plus. Ich glaube, er hat abgestellt. Sir, wenn du willst, kannst du es gerne mal noch hier reinschreiben. Was wir gerne machen würden mit euch, aber das werden die Fahrer wahrscheinlich erst wissen, wenn es rum ist. Noch ein kurzes Fahrerinterview. Müssen noch gucken, wie wir das technisch umsetzen, aber das kriegen wir hin. Ein bisschen anders als sonst. Grüße aus der Box. Ja. Grüße zurück. Schade. Lieber wäre mir das Server, wenn du wieder auf dem Fenster unterwegs wärst. Aber wenn es nicht geht. Oder? Ne, es sind drei Runden jetzt schon. Es sind drei Runden. Vielleicht hat er auch einen starken Crash gehabt. Und hat, also aus Erfahrungswerten. Es gibt schon Unfälle, da steht man über 3 Minuten Reparaturzeit. Das ist dann schon schmerzhaft. Und wenn man dann im Verkehr rauskommt, dann natürlich die ganze Überrundung, die muss man auch vorbeilassen. Ja, das ist dann immer schade und auch schmerzhaft. Und hier der Zweikampf zwischen Tim und Ronny. Geht jetzt um Platz 2 oder ein bisschen mal raus. Ja. Heißt beim Tim wenig, das meistens spielt er halt auch. So, jetzt ist er richtig dran am Ronny Schreier. Hier geht es um den Kampf Platz 2. Wir haben noch 11 Minuten. Ich weiß nicht, ob er noch vorfahren will zum Daniel, der vorne auf Platz 1 fährt. Oh, da geht er recht weit. Das kostet ihn den zweiten Platz, bin ich mir sicher. Jawohl. Wobei das, die nächste ist eine Linkskurve. Ja, trotzdem. Eben wollte ich gerade noch sagen, macht der Tim was? Nein, der will doch noch spielen.
Ja, der hat ernst gemacht. Das war schon klar. Ja, der Sir schreibt, ich hatte einen großen Kontakt in der ersten Runde und musste reparieren. Dann habe ich den Reifenwechsel ausgeschaltet und als ich dann einen regulären Stopp wollte, war der Reifenwechsel immer noch raus. Immer noch draußen. Also ein Strategiefehler an sich gemacht, okay, ja, Eigenverschulden. Das kann passieren, ja, ist mir auch schon passiert, dass ich da was falsch eingestellt habe. Das kostet dann mehr wie 3 Minuten Zeit, also da ist... Also es tut mir sehr leid, Sir, aber wahrscheinlich wäre es mir genauso passiert, wenn du dann so voller Adrenalin bist, um ein paar Rennen zu fahren, denkst du auch nicht ans andere. Gleich mit Chris Licht, noch im vorletzten Rennen, der ja auch vergessen hat, dass er die Escape-Taste nicht drücken darf beim PC. Passiert einfach, wenn man nicht so in dem Film, im Rennen, also von daher verstehe ich es. Stimmt, und wenn er jetzt wieder rausfahren würde, würde er zum Schluss sowieso disqualifiziert werden. Also macht es in diesem Falle keinen Unterschied, weil normalerweise das wäre eigentlich so ein Fahrer, wo ich sage, der fährt in die Box und fährt dann wieder raus. Also hätte mich jetzt stark gewundert. Er schreibt, hat sehr viel Spaß gemacht, das Sir. Finden wir auch. Schön, dass du wieder mitgefahren bist. Ich hoffe, wir sehen dich, wenn es weitergeht, wenn wir morgen erfahren haben, ein großes Update, wie es weitergeht mit der Konsole, dass wir euch auch alle wieder am Start sehen oder irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir das Thema einfach weitermachen können. Da hat alles angefangen mit der Konsole. Und das würde ich gerne weitermachen, weil wir auch für den Einstieg stehen. Der einfache Einstieg mit Sim Racing. So, jetzt Angelo Ramazzot setzt sich neben Marcel Möller. Beide jetzt nebeneinander, die nächste ist nach rechts, aber ich glaube, das könnte reichen. Einstellung, das reicht noch nicht. Also leider können wir da jetzt wenig machen. So, und Vanessa, bitte drück deinem Mann noch fester die Daumen. Der Tim kommt in Schritten näher zu deinem Mann. Der ist schon in Sichtweite. 5,972 Sekunden fehlen jetzt noch dem Tim Steinbrecher auf Platz 1. Ja, ich glaube, das gibt das Duell des Tages heute sozusagen mit. Aber brutal. Brutal einfach von Daniel da vorne, da so lange. Also gute Leistung. Also definitiv. Allgemein heute muss ich wirklich sagen. Oh, was passiert jetzt? Auf jeden Fall sehr schön die Leistung, die Fairness, die wir heute gesehen haben. Danke fürs Folgen. Ja. Vielen Dank fürs Folgen. Freut mich natürlich auch sehr. Moinsen. Und vielen Dank. Moin Moin. Herzlich willkommen hier bei uns. Faires Rennen, faire Starts haben wir hier gesehen. Keine großen Unfälle, Kontakte, Aggressionsabbauten etc. Falls es mal zum Kontakt kam, wurde gewartet. Also heute die beiden Rennen voller Fairness. Voller Sportsgeist. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, mir ist fair und nochmal fair und nach wie vor immer noch spannend. Noch 5,7 Sekunden trennen Tim von Daniel. Da wird es nämlich jetzt mega spannend und zwar der Christian Löbert und der Bernd Altmetten, also Fahrer der alten Schule, die haben sich hier ganz schön untereinander brechen die davor. Oh, jetzt schlängert er aber arg weit. Der Bernd Altmetten hält sich aber immer noch auf fantastischen 8. Platz. Da möchte er jetzt aber vorbei, der Christian Löbert, der hinten dran im weißen Lamborghini fährt. Lewis Sim Racing, da ist er jetzt, der Follow dann auch mal da. Stimmt, Dankeschön. Und also es geht hier ordentlich ab. Okay, jetzt ist aber wieder der Abstand größer geworden. Christian Löbert war ja eigentlich schon im Heck hinten drin. Ich habe immer so ein bisschen jetzt die Uhr im Auge. 7 Minuten 20 Sekunden. Ich schaue auf Chicken Power und Tim Steinbrecher noch 5,392 Sekunden. Also sind immer noch über 5 Sekunden. Aber baut nur 5/100 Vorsprung baut er einfach da ab. Wobei jetzt sind sie gerade über den nächsten Zeitsektor gefahren. Es sind noch 5,021. Ja, auf die Dauer jetzt von 7 Minuten. Also ich gönn's am Tim, ich gönn's aber auch an Daniel, also von daher, man ist irgendwie total, das Gute ist, es trifft jetzt keinen Falschen, aber man wünscht ihm halt mal, ich würde sagen, als Rookie kann man schon eher sagen, der Daniel Chicken Power ist es schon richtig gut. Ganz große Leistung, definitiv, Chapeau, Hut ab, auch von meiner Seite, auch allgemein an das komplette Fahrerfeld, hier die Qualifikation für dieses große Finale war nicht leicht, ging über 4 Rennen, es ist eine wohlerlesene Fahrerauswahl, die jetzt hier das große Finale fährt. Demnach
vor jedem Fahrer hier ein riesen Chapeau, riesen Respekt und richtig schön, dass ihr dabei seid. Ihr wart alle in den Top 5 eines Qualifikationsevents dabei und jetzt seid ihr hier. Die einen oder anderen leider krankheitstechnisch abgemeldet. Ja, leider, das ist auch passiert mit mancher nicht so schöner Krankheit, aber lassen wir das mal beiseite. Ich weiß, dass die Leute hier definitiv zuschauen. Und das ist das Wichtige, auch wenn sie nicht mitfahren können. Und wir sehen jetzt, 4,911 Sekunden hat der Tim noch auf den Daniel Rückstand und es sind noch 5 Minuten 40 zu fahren. Also pro Minute eine Sekunde muss er finden. Der lässt halt auch nicht locker. Es ist Tim halt auch. Es wird spannend. Der beißt sich jetzt da rein, aber der Daniel wird sich wahrscheinlich auch denken, lass nochmal. Und wird wahrscheinlich auch. Ja, was? Alles klar. So. Wir haben wieder zurück, okay. 4, das ist immer ein bisschen das Schwierige, ja. 4,4 Sekunden. 4,403 Sekunden aktueller Abstand. Aber ich glaube, die Vanessa, also dem Daniel seine Frau, wird er auch die Daumen drücken und ihm wirklich hoffen, du schaffst es. Also da wird, glaube ich, die ganze Welt in Bewegung gerade gesetzt, dass der Daniel das hier gewinnt. Ich sag mal so, egal wer es gewinnt, es ist ein heißes Duell. 4,361 Sekunden nach der nächsten Zeitmessung. Also die hatten sich auch die ganze Zeit ordentlich hier in den Haaren. Der Marcel Möller, der Angelo Ramazzo, Jack Hauser, die sind aber jetzt wieder ein bisschen weiter auseinander. Und der Bernd Altbecken. Ja, behauptet seine Position. So. Da hinten geht's auch richtig gut zur Sache. Mal ein Schlückchen. Und die Stimme wieder zu Ehre. Yoshimitsu hat es geschrieben, jetzt hoffen wir mal, dass alle auch genug Sprit im Tank haben, damit es auch durchhält. Da hätten wir auch schon das eine oder andere Erlebnis gehabt mit der Spritmisere, gerade beim Tim. Und sehen wir mal, wie es weitergeht. Also 3,767 Sekunden, das gibt wieder so ein Herzschlag-Finale. In den letzten 3 Minuten und 30 Sekunden. So, irgendwie ist jetzt leider die ganze Kameraperspektive anders. Ich weiß nicht, ob das Update schon gekommen ist. Nee, ne? Nein, das kommt erst morgen zu gegen. Also, gerüchteweise habe ich Nachmittag gehört. Okay, deswegen fasse ich meinen Controller auch so gut wie nie an, weil. So, die nächste Zeitmessung kommt gleich. Beide sind auf der langen Geraden. Durchfahrtsstrafe für Chris Löbert wegen Track Limits. 3,8 Sekunden Abstand. Uiuiuiui. So. Ja, wir haben leider hier ein Problem mit der Kameraeinstellung. Aber wir hoffen, dass wir gleich an der Sache dran sind. Kurz vor Schluss, das ist natürlich toll. Bleiben wir am besten mal leider in der Heli-Position. Tut mir leid, dass wir jetzt kurz vor Schluss. So, nichtsdestotrotz schrumpft der Abstand nicht. 3,7 Sekunden. Daniel scheint da richtig nochmal auf die Spaßtaste gedrückt zu haben und zündet da ein paar extra PS. Sind noch eine Minute 44, 43 zu fahren und somit könnten die Chancen richtig gut stehen, dass der Daniel hier das zweite Rennen
gewinnt, dann ja, heißt es so langsam, das Rechnen anfangen. Also 1,25 haben wir noch zu fahren und der Tim Steinbrecher ist noch ganze 3,760 Sekunden hinter dem Daniel Chicken Power, der quasi mehr oder weniger seine Rookie-Saison bei uns hat und hier eigentlich den alten Hasen einfach davonfährt. Also eine super Leistung, muss man jetzt einmal sagen. Genau. Tank haben ärgerlich jetzt mit Christen Möbert. Wir sind in der Helikamera dabei. Irgendwas ist gerade in der Kameraeinstellung. Es tut mir leid. Wir können da jetzt leider das nicht anders machen. So, natürlich sehen wir jetzt Ronny Schreier und François Buschetto. Nee, das glaube ich nicht, dass wir das machen. Aber Tim kann jetzt zur Not als Sportdirektor Chickenbauer disqualifizieren wegen zu viel Abtrieb und Unterboden. So, François Buschetto geht vorbei an Ronny Schreier und geht hier auf Platz 3. Weiß nicht, ob da die Reifen ein bisschen abgebaut haben. Aber das kann natürlich gut sein mit den Reifen. Also, sind noch 15 Sekunden gleich, wenn ich ausgesprochen habe. Genau, und es sieht so aus, auf Erfolgskurs. Der knabbert ihm am Spoiler. Ist okay, auch nicht. Der knabbert ihm am Spoiler. Ja, aber es langt nicht ganz. Es sind drei. Hier, also, es ist jetzt die letzte Runde für unseren Rookie, den Daniel Chicken Power. Da werde ich schon ganz nervös auf dem Stuhl. Der hier den alten Hasen im Finalrennen der PlayStation All-Stars hier auf Siegeskurs ist. Er hat jetzt wirklich die ganzen 40 Minuten Rennen, davor nochmal 40 Minuten GT4 durchgehalten und geht hier drüber. Natürlich müssen wir nochmal rechnen, was das dann natürlich in der Gesamtwertung ausmacht. Aber dieses Rennen gewinnt er und hier in der höchsten Klasse GT3. Super hat er das gemacht. Sind nur noch 2,9 Sekunden, aber sind natürlich die letzten Meter hier für Daniel Chicken Power hier in der Heli-Perspektive. Wir arbeiten noch am Bild, aber ja, ich fange schon an zu zittern mit dem Bein unterm Tisch. Ich gönn's jedem, das wisst ihr. Ich gönn's jedem, aber hier gefällt man's. Ja, dass man Tim schlägt, ist eine Leistung. Das stimmt. Lewis Sim Racing schreibt's, weil der Tim ist, ja, das Alien. Also, hier die letzten Meter. Oh, Vanessa! Danke. Also wir müssen Vanessa auf jeden Fall ein paar Stickers schenken. Phil ist jetzt ein bisschen ruhig, weil er im Hintergrund rechnet. Also lass ihn von mir nicht. Am Rechnen, also nicht wundern, keine Sorge. Er kommt, also man sieht sie schon, aber es reicht nicht. Also jetzt die letzten paar Meter hier noch im Kurven für Daniel Chicken Power. Und dann gewinnt er das Rennen in der GT3-Klasse. Ja, ne, Luis ist auch schon gefahren gegen den Tim Steinbrecher, das ist eine Leistung. Also, hier jetzt, die letzten Meter für, oh, da ist er schon in Schlagdistanz, aber es reicht noch nicht. Glückwunsch, Daniel Chicken Power macht's hier klar, gewinnt das GT3-Rennen der PlayStation All-Stars. Wir werden sehen, wo er dabei rauskommt. Glückwunsch, mega gut gemacht. Klasse und auch Glückwunsch an den Tim Steinbrecher, nur ganz knapp 1,778 Sekunden war er nur noch hinten dran und auch eine super Leistung, François Buschetto kommt auf Platz 3 rein, auch still und heimlich aufs Podium gefahren, da muss man auch mal riesen Respekt haben, der hat richtig gut gefahren und hier, der hat gut gefahren, Ronny Schreier auf 4, auch herzlichen Glückwunsch, Till Ackermann fährt als Fünfter über die Ziellinie. Roland Hoffmann, auch schon lange bei den Couchmasters dabei, einen hervorragenden sechsten Platz. Genauso guter Platz, X12 R13. Da kommt er mit der tollen Lackierung. Da fährt er über die Ziellinie. Glückwunsch an ihn. Und Bernd Altmeppen noch ganz kurz vor knapp. Hier war achten Platz. Und das so lange draußen gewesen. Und da versagt mir die Stimme, so lange draußen gewesen. Und Sebo Nummer 46 auf 9. Top 10 rundet ab, aber es ist knapp. Top 10 rundet ab. Angelo Ramazzot, Glückwunsch, er kommt in den Top 10 rein. Da geht's los. Also die Top 10 abgerundet für ihn hier. Mit den Top 10, Marcel Möller auf 11 und ganz knapp ist noch Jack Hausinger auf Platz 12 über die Ziellinie gefahren. Hervorragenden 13. Platz in Schlagdistanz war Ronin. Christian Löbert ein bisschen abgeschlagen, der müsste sich gedreht haben. Um noch kurz die Frage zu, für Autofan 2020 bekommt man als Preisgeld noch nicht, vielleicht irgendwann mal, aber unsere Sieger bekommen
Boah, Leute, was geht ab? Mega! Dankeschön, Dattle Dave! Dattledorf 79 hat 3 Abos verschenkt. Danke. Mega! Dankeschön! Also Autofan, aber unsere Sieger bekommen Pokale. Manchmal dauert es lang, ich weiß, ihr seid ein bisschen genervt, aber das hat einfach mit der Organisation zu tun. Ein Hype Train nähert sich. Also, letztes Mal haben wir es geschafft, ein Hype Train zu haben. Mega geil. Super, was für ein Rennen. Ich bin absolut begeistert. Der Phil rechnet noch im Hintergrund. Ja, ich bin da gerade nochmal. Das ist ja ein Wahnsinn. Also, das Podium habe ich definitiv schon mal sicher. Okay, und, warte mal noch ab. Ja, ich warte noch ab, auf jeden Fall. Das Herr schreibt, ich hätte auch noch Platz. Yeah. Also, wir arbeiten dran, das Thema immer größer zu machen. Wenn wir natürlich mehr Follower haben, das, was ihr schon die ganze Zeit macht, wie ihr uns unterstützt, werden wir natürlich auch interessanter für Sponsoren. Und dann können wir natürlich auch über so Dinge wie Preisgeld reden. Ich denke mal, beim iRacing, bei der BMC-Serie, da steht sowas im Raum. Also wenn ihr da Interesse habt, also wir steigen auch neu an mit iRacing. Das heißt, wenn ihr neu im iRacing einsteigen wollt, wäre es perfekt, wenn ihr zu uns kommt, weil dann können wir zusammen lernen und schauen, wie wir das ganze Thema machen. Also, schönes Format, schreibt der Chris Löbert. Dankeschön. Wie gesagt, Dattle Dave hier mega, Dankeschön. Ein Hype Train wäre unterwegs. Wir haben nur noch 57 Sekunden Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt noch mehr Abos haben, gibt es Sonderauszeichnungen und wir kommen auch mit dem Kanal noch weiter voran. Na, Glückwunsch ans Podium. So, der Phil rechnet im Hintergrund. Wir werden nämlich jetzt gleich die Gewinner bekannt geben. Also es bleibt auch nochmal, ist es nochmal schön, wenn ihr dran bleibt. So. So, Moment. Ha. Wir machen es spannend. Also, das hätte ich nicht erwartet. Bin ich ehrlich, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Okay, ich bin gespannt. Wichtige Info noch. Wir würden gern mit euch ein Fahrerinterview machen. Gerne das Podium. Wer noch Zeit hat, kommt noch bitte rein. Und schreibt uns an, wenn es auch noch andere Fahrer gibt, die einfach mit uns sprechen wollen. Schreibt uns mal bitte kurz an in Discord, weil dann müssen wir euch nochmal rüberladen. Aber damit man weiß, wer gewonnen hat, ist jetzt der Phil dran. Phil, ich übergebe dir das Wort, du gewinnst oder gibst die Gewinnerpreis. So, also. Danke, fangen wir als erstes mal mit dem Podium an. Auf Platz 3 mit insgesamt 41 Punkten ist, wir dürfen gratulieren, Chicken Power Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Richtig klasse gemacht. Also freut mich echt. Wow, Podium. Auf Platz 2 mit 42 Punkten ist der François Cadalora 78. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Wow. Und Platz 1 mit 48 Punkten, ein Zusatzpunkt für das Qualifying, ist der Tim Steinbrecher geworden. Auch an den Tim herzlichen Glückwunsch. Richtig, richtig geiles Rennen auch von ihm gefahren. Also da kann man mal sagen, also auch ein tolles Gefühl, Chicken Power gewinnt das Rennen, kommt trotz alledem aufs Podium in der Gesamtwertung, als Rookie kann man sagen in der Saison. Dann François Pochetto, wusste schon immer, dass da auch Potenzial steckt. Finde ich ganz toll und Tim auch absolut Glückwunsch. Wir würden euch jetzt natürlich sehr gerne zum Thema Interview, zum Fahrerinterview einladen. Wenn ihr möchtet, schreibt uns kurz an in Discord, dann holen wir euch dazu. Auch die Zuschauer da draußen, bleibt nochmal drauf, weil es wäre natürlich auch schön zu sehen, was passiert. Wir sind gerade in einem Hype-Train. Wenn noch jemand schnell abonnieren möchte oder Abos verschenken will, wie ihr das gerade so schön großzügig macht, dann macht's. Dann bekommt ihr da auch eben nochmal Sonderzeichen und das ist ja auch geil. Hype-Train haben wir ja auch letztens geschafft mit Daniel. Chicken Power. Chris? Ich sag mal bildlich Adios, Amigos, genau. Ciao, ciao, Muchachos. Wir treffen uns jetzt nämlich in dem Fahrerbriefing-Kanal, denn so leider hat es nicht ganz funktioniert. Somit fällt mein Bild weg. Also bildlich gesehen wünsche ich euch einen schönen Abend. Von der Stimme her bleibe ich euch natürlich noch erhalten, weil ich natürlich auch bei den Interviews dabei sein möchte. Ganz genau. Also ich sag schon mal bildlich Adieu, aber du bist ja gleich da. Genau. So. Dann haben wir wieder altgewohntes Bild. So.
Also, Autofan nochmal zu sagen, was bekommen die Gewinner jetzt? Also viel Ruhm und Ehre und natürlich einen Pokal, die bekommen bei uns die Fahrer. Und auch hin und wieder haben wir Gewinnspiele, was wir machen. Natürlich sind wir immer in der Saison, suchen da auch nochmal Partner. Aber in erster Linie geht es natürlich auch hier um den Sieg. Und ja, da sind auch schon viele Fahrer dabei. Wenn du willst, schau doch mal vorbei auf www.couchmasters.de im Discord. Da sind wir jetzt schon ein paar hundert Fahrer in verschiedenen Klassen, PC und auch auf Konsole. Oder wenn du eine spezielle Frage hast, darfst du uns natürlich auch gerne direkt kontaktieren. So, da kommen die ganzen Glückwünsche rein. Kein Prime verfügbar. So, jetzt sind nochmal alle da. Also wir würden gleich nochmal... Ich muss jetzt auch nochmal den Kanal wechseln. Das Fahrerinterview der Gewinner machen. Mensch, Vanessa. X-Vanessa 2001 Super. X-Zocker Dose, vielen, vielen Dank. Geschenkt. Danke. X-Vanessa 2001 X-Gifted at hier 1 Sub 2 Zocker Dose. They have given 5 Gift Subs and the Channel. So, ich bin mal gespannt. Hört mich jemand? Ja, wir können... Alle. Ja. Alle. Super. Mega geil, dass ihr hier alle am Start seid. So, jetzt schauen wir mal. Im Stream bräuchten wir auch mal kurz eine Rückmeldung, ob das technisch klappt, ob ihr alle versteht. Mal Daumen hoch, wenigstens einer. Versteht ihr die anderen auch? Ja. Wen haben wir? Wie wollen wir die Reihenfolge machen? Wir fangen an. Vielleicht Fangen wir an mit Ronny Schreier. Ja, mit dem Ronny Schreier auf Gesamtrang. Siebter, erstmal dazu. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Habe ich ja eben zwar schon erwähnt, aber trotzdem nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch. War ein interessantes, spannendes Rennen. Wie fandest du es? Wie kam es für dich? Was hast du für Emotionen gehabt während dem Rennen? Erzähl doch mal. Ja, also das erste Rennen war nichts für mich, Disconnect. Sehr ärgerlich, weil ich danach gute Zeiten gefahren bin. Da wäre auch Top 10 auf jeden Fall drin gewesen. Aber gut, so ist es halt. Die ganze Saison Glück gehabt, glaube ich. Und jetzt mal ein Disconnect. Passiert dann mal. Habe mich ja schön gebettet mit Yoshimitsu. Der hat ja auch ein Disconnect gehabt. Hat Spaß gemacht. Und Rennen 2, ja, liegt mir ja schon eher, weil ich GT3 ja sonst auch immer fahre. Und der Startplatz hat mir geholfen dabei vorne, aber ich habe eine Bestzeit, persönliche Bestzeit nach der anderen rausgehauen und trotzdem holen die Aliens da immer eine Sekunde auf. Hätte ruhig 2 Runden kürzer sein können, dann wäre ich auf Podium gewesen, aber ich bin ja zufrieden. Hatte viel Spaß, war schön, war eine tolle Saison, alles super. Ja, cool. Ja, auch von mir Glückwunsch noch, Ronny. Schön, dass du da am Start bist und ich hoffe, es geht irgendwie positiv gut weiter für uns. Ja, dir auch nochmal ganz lieben Dank für den Stream, auch Philipp, vielen Dank, dass du da so unterstützt. Ja. Finde ich super. Ja, sehr gerne. Freut mich natürlich auch, wenn das ankommt. Nochmal dir Glückwunsch. Der Disconnect war sehr, sehr schade, aber du hast weiter gekämpft. War natürlich für uns sehr schön, weil auch im zweiten Rennen, wie du es erwähnt hast, es war sehr spannend, es war sehr interessant. Bist da richtig gut mit vorangekommen. Jetzt schauen wir mal, warten wir mal morgen das Update ab und hoffen wir mal, dass wir von dir noch mehr sehen dürfen. Ja, irgendwie werde ich das Hobby ja auch, wenn die Zeit immer knapp ist, aber irgendwie weiter verfolgen. Das passiert. Auf welcher Plattform müssen wir mal sehen, was so geht. Ne? Ja, ja, genau. Jetzt warten wir mal ab. So, also vielen Dank dir und einen schönen Abend. Gleichfalls. Ja. Ciao, danke. Jetzt kommen wir zu einem für mich sehr erfreulichen dritten Platz. Ja. Hätte ich so nicht erwartet. Chicken Power, Daniel, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille, möchte ich mal so sagen, zum dritten Platz. Sehr, sehr schönes Rennen, was du da gezeigt hast. Deine Frau hat im Chat auf Twitch richtig, richtig mitgefiebert. Ich glaube, die ist da auch sehr, sehr froh. Erzähl mal, wie war es denn für dich, die beiden Finalläufe? Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Freut mich, dass meine Freundin da auch so die ganze Zeit bei zugeguckt hat. hat eine Menge Spaß gemacht auf jeden Fall. GT4 habe ich mich meiner Meinung nach mit dem Auto ein bisschen verzockt, dass ich mich da mit dem Aston Martin
qualifiziert habe. Ich glaube, mit einem anderen Auto wäre ich da vielleicht ein bisschen besser klargekommen. Aber war ich ganz glücklich beim 5. Platz da überhaupt. Bin ich aber nicht weiter nach vorne gekommen, war nicht mehr drin. Und ja, GT3 hat sehr gut geklappt. Am Ende kam mir der Tim sehr nah. Da fing das Schwitzen an. Also ich glaube, beim 60-Minuten-Rennen hätte ich das noch nicht durchgehalten. Aber als ich dann gesehen habe, dass der Vorsprung reicht, war ich ganz erleichtert. Ja, und dass es dann noch mit dem gesamten dritten Platz reicht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet nach dem 5. Platz in der GT4. Ja, siehst du mal, das ist ja auch gerade das Interessante heute gewesen. In diesem Sinne nochmal von mir herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir auch nochmal Glückwunsch. Mega Rennen hast du gezeigt in einer Rookie-Saison. Ich bin auch total beeindruckt, den Tim hinter sich zu halten. Das ist nämlich schon harte Arbeit. Ja, danke schön. Ja. Freut mich, dass ich dabei sein durfte. Danke, ja, dass du dabei gerne bist. Danke. So, dann wünschen wir dir auch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und im gleichen Zuge dürfen wir dem François Boschetto gratulieren für den 2. Platz. Ein sehr, sehr spannendes, schönes Rennen, was wir hier gesehen haben. François, erzähl doch, wie war es für dich? Was hast du erlebt? Hey, hey, alle zusammen. Hallo. Vielen, vielen, vielen Dank für das super Rennen. Hat mega Spaß gemacht. Chris, sorry, ich weiß nicht. War du irgendwie beteiligt bei deinem Dreier? Tut mir leid. Ich habe eine Teilschuld irgendwie bei mir gesehen. Und irgendeinem Ferrari habe ich auch etwas duschiert. Aber ja, hat mega Spaß gemacht. Ich bin super glücklich und froh, dass es gereicht hat. Sorry, Ronny, dass ich dir das Podest noch genommen habe. Hat sicher wehgetan. Ja, vielen Dank für die Organisation, für den Stream. Ihr macht das echt toll. Macht danke. Mega Spaß bei euch. Und ja. So, Dankeschön von uns, dass du mitfährst. Für das machen wir es ja auch, dass ihr da Spaß habt. Und das ist ganz toll, wenn man auch einfach sieht, deine Treue, wie oft du immer wieder mitfährst bei uns. Das macht mich ganz stolz. Also auch vielen Dank und Glückwunsch für deine Position. Super, Dankeschön. Macht weiter so. Danke, machen wir auf jeden Fall. Wir geben uns definitiv viel Mühe. Dir noch einen schönen Abend und kommen jetzt zum Sieger, zum Tim Steinbrecher, der die PlayStation All-Stars gewonnen hat mit gesamt 48 Punkten inklusive des Bonuspunktes für die beste Qualifikationsrunde, sprich auch für das Top-Qualifying. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie war für dich oder wie waren für dich die beiden Rennen? Ja, Qualifying lief eigentlich ganz gut, war eigentlich so zufrieden mit der Runde, hat dann auch knapp gelangt von Yoshimitsu und da ich wusste, er fährt auch BMW, muss ich eigentlich nur am Start ein bisschen schneller reagieren als er und dann ist mir eigentlich durch die Innenseite eigentlich Turn 1 safe und dadurch auch die Führung und so ist es dann auch gekommen und konnte mich dann langsam, aber sicher absetzen und dann hat irgendwann nach 5 oder 6 Runden der Yoshimitsu dann einen Disconnect gehabt leider und dann noch ein paar andere, 2, der Ronny und der Agermann, ich bin jetzt unsicher, ist ja wieder bitter, wie der Paul Ricard, irgendwie komisch immer auf der Strecke, irgendwie so Probleme und konnte mich dann vorne eigentlich gut absetzen bei GT4 und konnte es eigentlich relativ safe nach Hause fahren dann. Im Sprit hat es dann auch perfekt gepasst und bei GT3 dann am Anfang bin ich eigentlich gut durchgekommen direkt, hatte dann aber in der langen Rechtskurve nach der langen Geraden ein kleines Missverständnis oder bin dann auf den Hammerfolging aufgelaufen und musste dann ausweichen, dass ich nicht hinten reinfahre und habe dann eigentlich alle gewonnenen Plätze wieder abgegeben und musste komplett wieder von vorne anfangen. Und wäre das nicht passiert, dann wäre das vorne nochmal schön spannend geworden, denke ich. Ist so ein bisschen bitter, aber gut, 2. Platz auch okay. Ich hätte jetzt auch gerne den Sweep gehabt, aber gut, kann man nichts machen. Ja, klar, glaube ich dir, dass du da gerne da nochmal komplett gerne gewonnen hättest, aber nichtsdestotrotz, du hast erwähnt, es war sehr eng nach der langen Geraden in der Rechtskurve, aber da hat man es auch im Stream drüber, dass da sieht man dann einfach auch die Reaktionsfähigkeit. Fair Play, Fair Race, war alles super fair. Wir haben auch viele, viele Manöver gesehen, wo dann die Fahrer auf sich gewartet haben.
und von dir halt einfach von hinten nach vorne vorzufahren. Es war eine Zitterpartie. Zum Schluss haben wir noch gedacht, schafft das noch, schafft das nicht mehr, reicht der Sprit? Das ist ja auch immer so ein Thema. Aber heute hat es geklappt. Heute hat es wunderbar geklappt. Wie immer. Wie immer, ist nur einmal jetzt gewesen, aber es hängt ja nach, gell, Tim? Ja, nochmal alles, alles Gute, Tim, und herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, also auch mal von mir, Tim, nochmal herzlichen Glückwunsch, PlayStation All-Star-Sieger, das hast du gut gemacht. Und auch nochmal an der Stelle danke für deinen unermüdlichen Einsatz, was du im Hintergrund alles machst für die Couchmasters, das ist unbezahlbar. Da bin ich auch und wahrscheinlich alle anderen unendlich dankbar, das muss man auch an der Stelle sagen. Vielen, vielen Dank. Und bist auch ein guter Fahrer und du hast das auch so einfach gut verdient und ich gönn dir das und ja, wünsche dir einfach jetzt noch viel Spaß mit deinem Sieg. Danke, danke. Auch nochmal danke an die ganzen Fahrer, die mitgemacht haben wieder und geht dann bald weiter. Morgen kommt dann das Update und dann sehen wir weiter. Ganz genau. Aber da werden der Tim und wir euch dann mit Informationen versorgen. Deswegen schaut nochmal vorbei auf unseren Instagram-Kanal oder auf Facebook. Da werden wir dann so eine kurze News verfassen, wie wir weitermachen. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Bedenkzeit, wenn es schlecht aussieht, wie wir weitermachen. Aber da auf unseren Social-Media-Kanälen werdet ihr auf jeden Fall informiert. Genau. Und irgendwann hoffe ich dann auch bald mit einer guten neuen Webseite von Couchmasters. Aber da müssen wir nochmal dran sein. Also es war mega geil. Danke, dass ihr alle dabei wart. Tim, du hast noch was zu sagen, als auch Sportdirektor, als Couchmasters, oder hast du damit gerade getan? Ja, ja, habe ich eigentlich damit jetzt gerade gesagt, wie gesagt. Okay. Und, die meisten, die Fahrer wissen ja Bescheid, ich habe ja schon Discord Bescheid gesagt und ja. Okay, also dann vielen Dank und einen schönen Abend. Genau, euch auch. Dankeschön, ciao, ciao. Guten Abend, ciao. Ciao, macht's gut. Ja, Phil, war wieder mal ein spannendes Rennen. Es geht weiter. Also wenn ihr nicht genug kriegen könnt von den Couchmasters, am Donnerstag, 20 Uhr, übertragen wir die Rennschule Ausgabe 3. Wir gehen da wieder auf Themen ein mit der Einstellung und. Oder ihr habt noch ein Thema, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder in Facebook oder über die Website direkt, wenn es vielleicht irgendein Thema gibt, über das ihr genau sprechen wollt, was euch interessiert, Einstellung der Flügel, Reifendruck oder was auch immer. Lasst es uns wissen, dann können wir das natürlich auch mit einfließen lassen. Ansonsten sehen wir uns dann wieder am Sonntag. Phil, da fährt was? Am Sonntag fahren die GT3 Klassement auf Kialami. Seid auf jeden Fall dabei. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich muss noch viel trainieren, weil es sind besondere Bedingungen. Und freut euch definitiv auf ein sehr interessantes und spannendes Rennen. Ich selbst fahre mit, somit. Ja, Chris, bist du auf dich alleine gestellt, aber ich glaube an dich, das schaffst du auch. Und sind wir gespannt, wie das Rennen wird. Ja, also ich bin auch absolut gespannt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Also nicht vergessen, vorbeischauen auf www.sas-motorblog.de. Da gibt es auch cooles Merchandise zu den Couchmasters. Oder www.couchmasters.de findet ihr alle Links zum Social Media und unserem Discord. Und einschalten nächsten Donnerstag 20 Uhr und Sonntag 20 Uhr sind wir wieder für euch live. Und ja, bis dahin, schönen Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Chris. Macht's gut und schönen Abend noch.